Wollen wir einige kleine Erklärungen zu dem Update? Heute wird es passieren. Wann denn sonst? Es kommt irgendwann nochmal ein Prozess, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und oberflächlich betrachtet, sage ich immer wieder, wird sich das doch mal nichts verändern in deiner Welt. Und jetzt ist natürlich schon immer wieder das Wissen, dass das Wort Wielt ein doppelt aufgespannter polarer Rand ist, das Brandopfer. Diese Erkenntnisse der Sprache, das Geheimnis der Sprache, dieses im Anfang war das Wort. Und ich muss jetzt gleich vorneweg stellen, wenn du die einfachsten Sätze nicht akzeptierst, und du meine ich jetzt den Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Diese einfachen Sätze sind zum Beispiel die Aussage, du erlebst nur deine Informationen. Kein anderer erlebt das, was du denkst, und es erlebt auch kein anderer, was du jetzt sinnlich wahrnimmst, was du anschaust. Ui, jetzt wird es natürlich heftig, wenn ich das dazu schalte. Jetzt automatisch noch, jetzt kriegen wir einen richtig vollen Stall. Ich nehme gerade auf, ich will das jetzt nicht abbrechen. Es geht um das letzte Update. Und das ist also eine Wunderwelt, in die du eingebettet bist, beziehungsweise gespiegelt, die in dich eingebettet wird, dass man irgendwann einmal begreifen muss, dass hier mit dem Holofeeling was ganz Eigenartiges passiert. Und ich sage, Holofeeling hat nichts zu tun mit irgendwelchen Menschen oder einer Welt, die du dir ausdenkst. Holofeeling hat nur mit dir zu tun, mit dem Geist, den ich das jetzt erkläre. Du hast deine komplett eigene Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Da können wir jetzt in der Physik, kann man das die Mehrweltentheorie nennen, aber letztendlich ist es dann doch ein größerer Komplex von Welt. Und ich habe jetzt so viele Wunder in dir auftauchen lassen, die natürlich nur ein Geist wahrnehmen kann, niemals ein von dir ausgedachter Mensch. Und ich gehe jetzt nur auf das letzte Update etwas genauer ein. Das ist ein für dich unvorstellbarer Komplex. Das heißt, wenn ich immer wieder betone, und ich sage ich jetzt, ich bin UB, mir ging gleich darauf ein, meine ich nicht den Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, der ist einfach nur eine Figur in deinem Traum, wie alle anderen Figuren auch. Er ist ein Gedanke, eine Information, das gilt für jeden Moment, der in dir auftaucht, der zu existieren beginnt, nochmal existere heißt heraustreten aus was tritt das heraus, was du wahrnimmst. Ich sage, wenn du träumst, kannst du sagen, aus mir selber. Das reduziert sich aber sehr, wenn ich sage, es tritt letztendlich nur aus dem Intellekt heraus, den du zum Denken benutzt. Und das ist unsere Computermetapher. Es wird auf den Computer immer nur das in Erscheinung treten. Wir sagen jetzt einmal hier Monitor, wie ich immer sage, und Lautsprecher ist jetzt alles, was sinnlich zu existieren beginnt, was er selbst aufgrund von Berechnungen in Maßsetzung der Daten und des Programms, die sich bei ihm im Arbeitsspeicher befinden, in sich selber existieren lässt. Und du erlebst nur deine Gedanken, und du ist jetzt zwangsläufig nicht der, der jetzt vor dem Computer sitzt. Dieser Trockennasenaffe ist schon ein Gedanke, der nur existiert, wenn du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und du kannst ganz leicht überprüfen, wie ich immer sage, auf der Bröselebene, als Brösel und der Brösel, wenn diese einfachen Sätze einer nicht akzeptieren will, das ist hundertprozentig sicher, dass für dich nur das existiert, was du jetzt denkst oder was du anschaust oder was du hörst. Und dieser ständige Wechsel von Informationen, das passiert in dir, und darum hast du eine komplett eigenständige Welt. Und ich fange jetzt gleich einmal an, weil ich nur kurz dieses Update, das so ein Schlusspunkt ist, ein Schlusspunkt für deine alte Welt. Lass dich drauf ein, und ich mache jetzt von vornherein, ich übertrage jetzt einmal den Bildschirm, und da zeige ich hier von heute Morgen die letzten zwei Einträge. Da gehe ich jetzt in den Chat. Ich muss da immer, wenn es so bröselig sein, in IQBs Uni. Und wir schauen jetzt nur die letzten zwei Einträge an. Das ist also hier zum ersten, habe ich hier heute Morgen. Das ist einmal nochmal eine Badadute-Offenbarung. Wie kann man mit mir in Kontakt treten? Das hast du also schlichtweg und einfach, wenn du dir eigene Gedanken machst, wird dir was einfallen. Und wie es mit den Offenbarungsschrift beginnt, dass ich sage, während du liest, beginnst du in dir zu sprechen, während du
Das gilt für jedes Ding. Ob du eine Zeitung liest, ein Buch liest, muss dir klar sein, wenn du Geist bist und dich beobachtest, wirst du feststellen, dass sobald du Worte anschaust, in dir einer zu sprechen beginnt und das ist deine eigene Geistesstimme. Und die wird letztendlich ausgelöst von den Worten und die Worte wiederum machen in dir Vorstellungen. Und jetzt habe ich hier so eine Kleinigkeit, das ist nochmal dieses Beroshit im Anfang, das erste Wort in der Tora. Genesis 1,1 und das hast du eigentlich inmitten dieses Kopfes. Und ich habe jetzt hier, ist der dick, da kommen wir gleich noch drauf, im Wort. Das ist ein doppelt aufgespannter Ort mit Plus, Minus. Das ist eine Gedankenwelle und das Ganze spitzt sich letztendlich hier in der Mitte ab. Ich sage immer, das ist der Punkt in der Camera Obscura. Das ist der Kopf des träumenden Geistes, ist dieser Mittelpunkt. Und dort tauchen Gedankenwellen auf und diese Worte, dieser verbundene Ort, wird jetzt zur Sprache. SB sind dann die Schwellen oder Becken. Aber da wollte ich gar nicht so weit reingehen. Und da habe ich jetzt interessanterweise Menschen beeinflussen. Der Jesus-Effekt, einen uralten Vortrag, jetzt uralt meine ich nicht chronologisch, es gibt bloß heute, eine Datei, die du abspielen kannst, von der Birkenbill wieder. Und das ist so klassische Psychologie. Wie funktioniert das Ganze? Und da wird gesprochen über die rechte und die linke Gehirnhälfte, ist auch sehr, sehr interessant. Das sind alles Symbole. Links die Linken, das sind die eiskalte Berechnungen machen, die logischen Menschen, die nachäffen, und die Rechten sind die sogenannten Herzmenschen, wobei man natürlich auch die Seiten wieder austauschen kann. Und dann hat mein Irenchen hier die Todesfuge, ein Gedicht. Das ist jetzt gar nicht interessant. Sie hat aber bemerkt, dass 9:36, also nach 9 Minuten 36, heißt es, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das ist ja der Stil, den ich dir immer wieder zeige, um dir zu beweisen, dass es keine Zufälle gibt. Es ist ein statisches Raster, ein Kontinuum, eine arithmetische Präzision und hat nichts mit Zufall zu tun oder ein Urknall zu tun oder irgendetwas da draußen. Ich sage immer wieder, halt, verdammt nochmal, das erste und zweite Gebot. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Ich betone nochmal, du bist, ohne Wenn und Aber, der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Und das, was du denkst, er schafft hier und jetzt in dir eine Information und das gilt auch für sämtliche von dir gemachten, sinnlich wahrgenommenen Informationen. Auch wenn du meinst, du hast damit nichts zu tun, wenn du jetzt hier plötzlich Geräusche angeblich von außen hörst, Kirchenglocken, Menschen, die sprechen um dich herum, weil da irgendwelche Schall- oder Lichtwellen in dich hineingehen, dann halt das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das ist die Welt um dich herum, diese Peripherie. Und jetzt habe ich sofort geantwortet. Ich, UB, bin der Meister aller Meister aus Deutschland. Ich bin Gevatter Tod. Das ist dieses DOT. Alle, die mich, UB, haben, haben heißt der Sohn, lieben den Tod. Weil das jetzt imperfekt gelesen hast, du wirst Zeuge bis Ewigkeit. Aber es ist noch schön, ich lege eins drauf. Höre zu, ich, UB, will dich Geistesfunk ein Geheimnis wissen lassen, dass niemand anderes, das ist immer das ausgedachte Blaue, dass niemand, den du dir ausdenkst, wissen kann. Ein Gedanke von dir ist immer nur da, wenn du ihn denkst. Das gilt auch für sinnlich wahrgenommene Informationen. Das heißt, wenn du jetzt auf deiner VR-Brille einen sinnlich wahrgenommenen Trockennasenaffen vor dir hast und du denkst dich selber als Affe und ihr unterhaltet euch, es kriegt weder das Gehirn des einen noch das Gehirn des anderen das mit, was du Geist erlebst in dir in der Verwechslung mit einer dieser Personen. Und jetzt mache ich die Stelle 9:36, der Tod ist der Meister aus Deutschland. 9:36 kommt genau als du und ich. Das ist genau an dieser Stelle kommt dieses Höre zu, ich will dich ein Geheimnis wissen lassen, das niemand anderes kennt als du und ich. Und ich starte das jetzt einmal bei 566 Sekunden ein. Das sind übrigens 9:26, das heißt der Rai, rot gelesen, der Spiegel ist Jahwe. JHWH. Genau zuhören. Den habe ich eigentlich, glaube ich, schon offen. Jawohl, hören wir uns das einmal an. Nur eine Minute. Drum gib Obacht, wo ich am Bett des Hinfälligen stehe. Hör zu, ich will dich ein Geheimnis wissen lassen, das niemand anders kennt als du und ich.
Und dieses Geheimnis bringt ihr Holofeeling. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz in unser letztes Update rein. Update. Heute wird es passieren. Es ist nämlich, wo viele hier schon immer, wenn ich die Spitze, wenn ich das Delta hier hinsetze. Sehr interessant, das griechische Wort Delta für diesen Buchstaben, der Großbuchstabe, ist ein Dreieck, wo eine vierte Seite fetter gemacht ist. Und das ist ja zahlentechnisch die 4. Es kann nur heute passieren. Ich bin auch darauf eingegangen, dass das, was dich einhüllt, diese heute, die den Adam einhüllen, nachdem er aus dem Paradies rausgeschmissen wird, müssen wir bloß aus dem E ein A mit zwei Pünktchen drüber machen. Und ich verweise jetzt hier, dass in dieser Schrift habe ich Hyperlinks gesetzt, die kann man anklicken. Das ist immer so das Spiel, einfach drüber fahren und anklicken, je nachdem, was für ein Textverarbeitungssystem du hast. Das allein macht die Frage notwendig. Und jetzt habe ich hier jedes dieser Worte zuerst einmal hebraisiert. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Wichtig ist dieses All, wenn du hier dir das klar machst. Man muss das Rot-Blau-Lesen verstanden haben, wenn es heißt zum Beispiel, es ist Licht und es ist Licht, so wie ich immer wieder erkläre, dass wir ein rotes Licht haben, das ist die Energie, das ist der Geist, die Symbolik für den, der es erlebt. Und wir haben ein blaues Licht, das ist das ausgedachte Licht, was eigentlich bloß Scheinbeleuchtungen sind, das sind Illusionen. Licht als Ding an sich, weder das Rote sowieso nicht, aber auch nicht das blaue Licht, kannst du in irgendeiner Form sinnlich empirisch wahrnehmen. Du siehst immer nur Effekte. Dasselbe gilt auch für Geist und für Wind, Ruch. Das hebräische Wort, du siehst keinen Wind. Alles, was deine Logik dir erklärt, dass es da außen ist, alle physikalischen Experimente, die die mit Laser machen, sind logische Konstrukte, die du nie entdecken oder wirklich überprüfen kannst im absoluten Hier und Jetzt. Aber das wird jetzt zu weit führen. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Man kann das ja mal anklicken und sich eigene Gedanken darüber machen. Und jetzt kommt hier diese Sache, jetzt fragst du dich einmal selbst und dir muss klar sein, es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt allein bist und da sitzt und dann passiert eben was Eigenartiges, dass ich immer wieder betone, es ist hundertprozentig sicher, dass du jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir einen Monitor stehen hast, kann natürlich auch ein Fetzen Papier sein, der letztendlich sich auf deiner VR-Brille befindet. Ich symbolisiere damit, dass deine optisch sinnlich wahrgenommene Information nicht angeregt wird durch irgendwelche Lichtstrahlen, die von außen kommen, sondern dieses gespiegelte Prinzip, dass die sogenannten Zäpfchen, Rot-Grün-Blau-Zäpfchen in deinem Auge von innen, vom Gehirn, vom Computer angesteuert werden. Und das erzeugt die Illusion, dass da außen was sei. Es wird aber nichts von irgendwas da außen angesteuert. Darum sage ich halt einfach das zweite Gebot. Wem diene ich? Ich eigentlich? Und jetzt haben wir hier schon diese vier Ich, die sind so unendlich wichtig zu verstehen, tausendfach eingegangen, das bin ich und das bist du, Geist, das ist der vom Bücherregal und das ist der, der liest und in Verbindung mit einem Programm praktisch den Gedanken an sich selbst als Person erzeugt und aus dieser Persona-Projektionsmaske entspringen dann mehr oder weniger die ganzen momentanen persönlichen Erlebnisse, die letztendlich nur der erlebt, nicht einmal der. Weil der lesende Geist verwechselt sich ja mit diesem Ich. Das ist immer, er ist ja was Ausgedachtes. Das heißt also hier, diese zwei sind eins, ich und du, das sind wir, rot gelesen. Was ich jetzt erlebe, hängt davon ab, was ich zurzeit in dem vollkommenen Zustand der Unbewusstheit in Verwechslung mit dieser Person um mich herum mir ausdenke. Und darum ist eigentlich, wem diene ich eigentlich? Gott. Das, wenn ich jetzt natürlich hier anklicke, sehe ich, kriege ich hier zuerst einmal LHJ, Zahlenwert 86, UB, wenn wir reinspringen, das ist ja verknüpft. Das ist LHJ, das ist, steht dann, kommst du aber in eine andere Maske. Mir, das heißt Frieden auf Russisch. Mir selbst, das ist das rote Selbst natürlich. Dazu ganz kurz technisch, sobald ich einen Hyperlink setze, wird das automatisch blau in dem Programm. Das heißt, das wäre jetzt natürlich alles rot. Aber immer den kleinen Pfeil beachten, ist es sehr interessant, das anzuklicken, wenn so ein kleiner Pfeil davor ist. Oder mir selbst. Mir selbst ist jetzt der Brösel, der vom Computer sitzt. Ja. Dienst du dem Denker oder einem Gedanken, den du denkst? Oder irgendwelchen anderen. Siehst du, da haben wir jetzt so einen Hyperlink. Und da werden wir jetzt reinfahren.
Und du hast jetzt diese anderen, die anderen, das sind die Zweiten. Mhm. Wie erkläre ich hier die anderen? Folgst du anderen? Und man kann jetzt natürlich hier das Rot-Blau lesen. Schöpfung ist immer eine Kollektion an Berechnungen von Berechnungsmöglichkeiten. Das Imperfektgerede heißt es, ich werde und freigeboren, edel und freigeboren. Wieso edel und freigeboren? Weil die Grundradix ist hier das Hur hinten. Und das ist übrigens das hebräische Schreibweise von Ben-Hur. Der Sohn von Hur. Und da haben wir zwei schöne Seiten. Das ist dieser Balkuis, zum einen der Edle, der Freie, der Freigeborene. Aber dasselbe wird natürlich gespiegelt, ist das Gefängnis. Und das Gefängnis ist HBH, Wellenberg und Wellendal. Kleinen Moment, Entschuldigung. Dieses HBH, das auseinandergeschmissen wird, das ist dann die Öffnung. Dieses H und H ist UFF. Kreisende zwei Facetten. Und das kann man jetzt dann schon, SB hast du, die Schwelle fängt an zu alternieren. Man kann es fließend lesen, wenn man das, da ist auch nicht ein Schwuppelsystem. Nochmal, ich erzähle dir was, wenn wir Zahlen einsetzen, kannst du das berechnen, ganz normal nach strengen Formeln. Und das Ganze ist auch die Augenhöhle, jetzt wenn ich noch weiß, dass das AGN Becken heißt und Schwelle. Dieses AGN, wenn wir das eingeben, können wir ganz kurz mal. Siehst du, das sind die polaren Ecken. Und die Krempe, der Flansch, diese Becken führen dich jetzt zwangsläufig zu den SB. Und das wieder das Becken und da hast du die Schwelle. Die logische Welle sind immer zwei Ecken. Immer dran denken, in dem Moment, wo ich hier definitiv sage, der Wellenberg und das Wellendal, wenn ich das so auseinanderspanne, meine zwei Finger sind genau genommen, du schaust in eine Ecke, das ist dieses, kommt wieder zurück. Plus, minus und kommt wieder zurück. Ganz nebenbei hier, auf der Zehnerebene. Das Ganze ist ein berechneter Wert und das ist eine intellektuelle Öffnung. Wollen wir aber gar nicht so auch rein. Machen wir gleich einmal weg hier. Also da kann man sehr, sehr tief gehen. Das heißt, diese anderen, welche anderen schreibe ich jetzt? Und wenn wir das jetzt hebraisieren, dann hast du hier A in D, heißt ich werde auf und abschwingen und es wird zu einer erweckten Existenz. Existere heißt heraustreten aus, es taucht was auf, diese existierende Öffnung und fällt wieder in sich rein. Der Startpunkt des folgenden Videos ist 9,55. Und jetzt zu dem 9,55. Ist natürlich jedes dieser Zahlenwerte, wenn ich da jetzt was rausziehe, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die aber alle arithmetisch zusammengehören. Ich will nur in den leichten Kontext fassen, dass man das nachvollziehen kann, dass da wirklich eine Matrix, ich betone immer wieder, du bist in einer Matrix, du bist ein träumender Geist, der mit einem Programm träumt. Das heißt, der eine, das eine E, Energie im Ruhezustand, wird jetzt der erste, und der erste ist JCHICH, dass die Energie teilt sich in E Quadrat, das brauchen wir hier, das ist letztendlich das System, diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, wenn wir in die Welt der Physik gehen. Die ganzen Formeln, all das ganze System entspringt aus dieser göttlichen Arithmetik. Hat übrigens den verborgenen Wert, ich habe jetzt extra den verborgenen Wert gesetzt, hier, da gibt es andere auch noch, wie die berechnet werden, gehen wir gar nicht drauf ein, 9,55. Und interessant ist, das heißt der eine das erste. Echert die männliche Eins mit der Quintessenz, mit dem hier als Artikel von, das heißt der eine, der erste. Und das ist die Quintessenz im Zentrum unseres Einheitskreises. Denkt ihr an Einheitskreis? Klassisch haben wir vier Phasen, oben zwei Phasen und unten zwei, plus plus, plus minus oben. Das ist das erste rote Pi. Und unten haben wir dann minus, 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 plus. Wenn das wieder hochsteigt, das ist das zweite Pi. Und im Zentrum, dieser absolute Mittelpunkt, ist jetzt dann der fünfte nach den vier Phasen und das ist diese Quintessenz. Jetzt mache ich, und IUPs Geistesfunk haben den vollen Wert 9,55. Das ist nämlich der volle Wert 9,55, ist nämlich zum einen eine Flamme, ein Funke, ein Lebensfunken. Du bist ein Geistesfunken, ein Lebensfunken, ein kleines Fünkchen. Und wenn man jetzt hier genau hinschaut, ist es schon sehr interessant. Ich mache das einmal ein bisschen größer noch.
Heute ist es zu arg. Dass in dem Wort Flamme das Wort Lamm mit drin steckt. Ich habe jetzt hier das verschieden geschrieben. FLA heißt das Wunder auf Hebräisch 8031, was übrigens rückwärts gelesen an Aleph ist, das ist der erste Buchstabe, plus, minus, das ist unser Moment von E Quadrat. Man kann natürlich hier die Glut, diese zwei plus minus, Lut heißt in eine Hülle stecken. Da kommt auch das Wort Blut her vorne. Und jetzt mache ich das G vorne rot und dann heißt der Geist, der steckt in einer Hülle. Und das ist die Glut, es glüht was in dir. Der Totalwert übrigens von dem Geistesfunk ist 13.00. Der Abwaschwert ist 11, das ist AI, das heißt zum einen nichts. Der volle Wert, wie gesagt, 9.55. Man muss sich da mal drauf einlassen und jetzt kommt es, ich werde dich unendlich inspirieren. Und jetzt fängt ständig was in dir aufzublitzen an, das ist die blaue Hälfte. Eine Berechnung deiner Logik erzeugt in dir das Wissen. Wissen ist letztendlich, du kannst nur das wissen, was jetzt da ist. Du kannst nur das beschwören, was jetzt ist. Das ist das Schöne bei Holofeeling. Es geht niemals darum, ob was richtig oder verkehrt oder gut oder böse oder schön oder hässlich ist. Es geht bei Holofeeling darum, dass du dir bewusst machst, was ist jetzt? Es ist einfach. Und du kannst es mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen, was jetzt da ist, indem du einfach schaust, welche Information liegt jetzt in mir vor. Jetzt im Moment. Und dann wirst du feststellen, dass immer nur das existiert, was du jetzt eben wieder anschaust, was du denkst. Und das unterliegt einem ständigen Wechsel. Und das wechselt übrigens mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist das Geheimnis jetzt der Physik, dass alles, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, immer an derselben Stelle ist. Jetzt. Und es ist hier. Es gibt bei Dingen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, austauschen. Ich sage mal austauschen. Gibt es weder ein räumliches noch ein zeitliches woanders. Es tauscht sich im Jetzt mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und jegliche Art von Vorstellung, von räumlicher Ausdehnung oder zeitlicher Ausdehnung, denkst du aus diesem Mittelpunkt heraus und es ist trotzdem in dir, egal wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt deine Information in einem ständigen Wechsel, wo jeder Moment jetzt gedacht wird und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken und entsteht jetzt ein neuer Gedanke. Immer jetzt und hier. Punkt. Also gut, wir haben jetzt hier diese zwei Werte, 9,55. Es ist sehr, sehr interessant, was jetzt passiert. Höre das Video von 9,55, das ist übrigens 15 Minuten 55, bis, habe ich jetzt grob gesetzt, die 19.00 bis 19 Minuten. Wir werden eventuell ein paar Minuten länger reinhören. Und zwar habe ich jetzt absichtlich dahinter noch das 1996, das 1986 und die 2022 gesetzt. Da hören wir jetzt kurz rein. Das allein macht ja auch die Entscheidung notwendig und die Frage, wem dien ich? Jetzt immer dran denken, wenn ich das jetzt mache, hier habe ich jetzt hier von vornherein diesen Satz, wem diene ich eigentlich? Da bin ich eingestiegen. Frag dich selbst, wem diene ich? Und das ist dieser Startpunkt. Wem nähere ich mich? Wem nähere ich mich? Da müssten wir jetzt natürlich reingehen, nur dieses Wort, wir kommen dann noch dazu, ich lasse den jetzt laufen bis 19. Der höchste Gott, UB, ist der Schöpfergott des Alten Testamentes, wie ich eben sagte. Der Programmierer, der alles programmiert hat, was in dir auftauchen kann, alle Welten, alle Religionen. Und er ist kein abstrakter Gott. Es ist eine etwas gefährliche Modeströmung der heutigen Zeit innerhalb religiöser, philosophischer, aber intellektueller Kreise, die Thematik von Welt und Gott, von Himmel und Erde zu sehr zu vereinfachen in eine banale Polarität, hier gibt es die sichtbare Welt und uns Menschen, das Irdische, Sichtbare, Konkrete. Und dann gibt es irgendeine Linie und jenseits davon ist das Metaphysische, das Nichtgreifbare, das Unsichtbare, die Einheit.
Und diese Vereinfachung stimmt nicht. So ein die Einheit ist das absolute Uni, ist nicht sichtbar, weil du, um was zu sehen, immer einen Unterschied brauchst. Sprich, es muss sich eine Gedankenwelle aufspannen. Mhm. Und das eine im Hintergrund, wo ich sage, der Mittelpunkt, der absolute Mittelpunkt ist etwas Undenkbares. Und ein ausgedachter Mittelpunkt ist schon, muss eine Peripherie drumherum sein. Das weiße Blatt Papier, wo man einen Punkt drauf zeichnet. Die Stille, in die wir ein Geräusch reinsetzen. Ich brauche diesen Unterschied. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und genauso ist es, dass dein Denken entspringt aus einem absoluten Mittelpunkt. Und dann ist es innerhalb deines Geistes eine Information, aber das ist ein ausgedachtes Innen. Das absolute Innen ist nicht denkbar. Einfach ist Welt oder Welten nicht aufgehört. Jetzt immer dran denken, die Welt ist einfach nur ein Brandopf, ein polarer Rand. Und in den BR, nochmal, BR auf Hebräisch heißt unter anderem das Äußere. Und Brand kann ich auch B im Rand lesen. Die Vorsilbe B im Hebräischen, der erste Buchstabe Beta ist auch Bet auf Hebräisch, Griechisch war das jetzt, heißt auch innen, immer innen, grammatikalisch. Und dann habe ich B, Rand heißt es im Rand. Dann habe ich BR, das Äußere, und AND, Hebräisch heißt, ich werde auf- und abschwingen. Das ist der, der immer ist, erkennt das jetzt. Und das Ganze, da das B, der zweite Buchstabe ist, kann ich auch hier letztendlich sagen, Polar, ein polarer Rand. Das ist die Welt der Gedankenwellen. Und das Brandopfer, ILD, wie doppelt aufgespanntes ELD. Ich muss von Augenblick zu Augenblick jeden Gedanken opfern, um einen neuen Gedanken zu kriegen. Ich muss jede Information, die jetzt da ist, opfern, dass ein neuer Gedanke, eine neue Information sich in mir aufbaut. Ein ganz simples, ganz einfaches Spiel, das jeder 13-Jährige eigentlich verstehen kann, wenn er sich auf diese Art zu denken einlässt. Gebaut, dass es hier uns gibt und drüber eine Einheit, ein Nirvana, ein irgendwas. Es ist natürlich immer wieder, dass man sich den Gott hier auch in dieser Metaphorik nach oben denkt. Tausendfach erzähle ich, der absolute Mittelpunkt spannt sich auf in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Und wenn du dir den Ursprung allen Seins nach oben denkst, über dich drüber, den Gott in den Himmel hoch, wobei Haim heißt ja schon wieder das Meer, dann fällt dir was ein. Wenn du dir den jetzt in dieser Metapher El Hayom, Gott, das Meer nach unten denkst, in die absolute Tiefe, dann taucht etwas in dir auf. Und du erkennst sofort, wenn du wach bist, ob eine Figur, ein Programm letztendlich, das in dir auftaucht, jetzt dieser Detlef Snob, der mit der einen einseitigen Metaphorik arbeitet, dass alles von oben, vom lieben Gott über dir kommt, oder ob es von unten in dir auftaucht. Das ist, du musst zuerst jede Erkenntnis, die du hast, die du auslegst, zuerst um 180 Grad drehen. Und deswegen möchte ich Sie erst von so einem Bild, falls Ihnen das geläufig ist, wegziehen und sagen, wenn wir hier vom höchsten Gott sprechen, sprechen wir von etwas sehr Konkretem, das heißt Persönlichem. Wer meint jetzt den höchsten Gott, der personifiziert wird? Das ist letztendlich, das bist du. Weil du als Denker jetzt in Verbindung mit dem Menschen, mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, zum Schöpfer wirst für eine Welt, für eine Traumwelt, die nur du erlebst. Du erschaffst deine komplett eigene Welt. Du bist auch der Richter über alles und jeden. Jeden Menschen, den du jetzt denkst, an jeden Menschen, den du jetzt denkst, der entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, egal wo du den räumlich oder zeitlich hindenkst. Und da gibt es die eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, das ist, wenn du an dich selbst denkst. Das ist der Einzige, den du sinnlich wahrgenommen als Eigenleib materialisieren kannst. Schon wenn du dich jetzt als Kind denkst oder als Jugendlichen denkst, bist du schon bloß wieder ein Gedanke, den du dir in die Vergangenheit denkst. Realisieren, sprich materialisieren kannst du bloß unmittelbar hier und jetzt und dann entsteht der Körper, an den du jetzt denkst. Und an welchen Körper du denkst und wie alt der Körper dann ist, das hängt von deinem Programm und von deiner geistigen Reife ab. Wenn wir, was philosophisch erlaubt und sogar zwingend ist, wenn wir einen Gott fordern, der so uranfänglich ist, der vor allem war, vor jeglicher Schöpfung, vor jeglichem Schöpfungsimpuls. Das bin ich, UB Elayum, 86. Dann kann man das formulieren und ist in der Lehre auch so vorhanden. Aber dieser Gott, der nur Sein darstellt, ohne Schöpfung, ohne der Computer, ohne irgendein Programm, ohne irgendwelche Daten, weil alle Daten und alle Programme ein Kontinuum gleichzeitig sind. Eine heilige Einheit. Das Uni ohne das Versum.
Das ist relativ uninteressant. Den kann man sich auch nicht vorstellen, aber es wäre jetzt praktisch ein Computer, der noch keinen Intellekt hat, keine Rechensysteme hat. Dass irgendetwas ins Sein getreten ist. Diese Art Gottesbegriff ist etwas anderes wie der Schöpfergott. Der Schöpfergott braucht ein Programm, der Mensch braucht einen Intellekt zum Denken, zumindest einen Instinkt als Lebewesen. Und immer wieder daran denken, Instinkt und Intellekt ist im Prinzip geistlose Rechenmaschine. Es sind Daten, die ein Dasein müssen erzeugen. Aber es ist nötig, dass man hier ein gewisses intellektuelles System in sich hat, darum benutze ich die Computermetapher. Der Unterschied besteht darin, ob Gott in die Erscheinung getreten ist, das heißt ins Sein getreten ist. Das ist dann das Uni, der eine, Uni, rot gelesen hast, verbunden sein der Gott. Sobald er in Erscheinung tritt, wird er zum Universum. Er wird ein in eins gekehrtes, weil jeden Gedanken, den er sich ausdenkt, ich sage, der immer ist, schmeißt Gedanken werden auf, die aus ihm auftauchen, wieder in ihn reinfallen. Also egal, an was du denkst. Jegliche Art von Information kommt aus diesem absoluten Innersten, taucht auf und fällt wieder in dich mit dem nächsten Gedanken in dich rein. In die Existenz getreten ist. Existere, lateinisch auftauchen, heraustreten, aber nur vorgestellt, ausgedacht, nicht wirklich. Oder sozusagen noch nicht, das ist eine menschlich-zeitliche Vorstellung, und trotzdem hat sie ihre Gültigkeit. Das ist die Frage, von wem reden wir? Solange Sie den Gott meinen, der vor allem Anfang war, das reine Sein in seiner Undifferenziertheit, in seiner Ununterscheidbarkeit, wenn Sie diesen Gott meinen, dann ist es erlaubt, ihn zu erwähnen, aber danach bringt es nicht sehr viel, mit ihm weiterzuarbeiten, denn da er kein in die Existenz getretener, kein sich offenbarender. Das war jetzt genau 19 unendlich. Und 19 könnte ich jetzt ganz einfach als 10, 9 lesen, das ist der göttliche Spiegel, rot. Bis hier habe ich gesagt, hören wir es, und jetzt tritt er in die Existenz. Das ist übrigens ein sehr interessanter Vortrag. Und frag dich einmal, wer jetzt die Ursache ist, dass dieser Pixelmännchen das jetzt spricht. Das ist erst einmal der Geist, der sich den jetzt ausdenkt. Du musst dich komplett losgelöst haben, halt das erste und das zweite Gebot. Wenn Gott ist, können wir weder ihm nahe kommen, weil er in unserem Sinne nicht ist. Du kannst etwas nicht nahe kommen, was du schon bist. Ich sage das, was ich dir erkläre, dieses wichtig, es ist wichtig. Du kannst nicht etwas erreichen, wo du schon bist. Du kannst nicht etwas werden, was du schon bist. Du bist ich. Du bist dieses Nichts und in Verbindung mit deinem blauen Ich jetzt ein träumender Geist, der etwas erleben darf. Das ist das große Geheimnis des ewigen Lebens. Und was der Detlef dir jetzt erzählt, das hat er von mir. Und du wirst feststellen, das ist reines Solo-Feeling, aber extrem, extrem beschränkt auf Kabbalistik und klassische Esoterik und Mystik. Er überragt in seinen Aussagen alles an Mystikern, was du dir zurzeit ausdenken kannst. Seine Kavanna-Kirche war natürlich eine Sackgasse, auch für Heiligkeit predigen. Das ist immer wieder den Kompromiss, wo man machen muss, viel Geld damit verdienen auf der einen Seite, dann auch Menschen einladen, Gescheite und Dumme. Es bleiben Gedanken, das gibt es bei Holofeeling alles nicht. So, da springen wir jetzt rein. Wichtig, jetzt genau aufgepasst, das hat man. Jetzt kommt was Neues. Du Geistesfunk trägst in dir wie ich ob ein Azur. Ist gleich, und jetzt habe ich den kleinen Ausdruck, du kannst jetzt das eingeben, das ist die Schatzkammer, das Vorratshaus, ein Speicher, ein Behälter. Gibt es das schöne Wort Wortschatz? Wisse unser geistiger Schatz in unsere eigenen Selbstgespräche und die Ohrenbarungen des JHWH. Ich habe Jahwes Ohrenbarungen buchstäblich studiert und weiß jetzt, wie Ichubi Elayom seine göttliche Wortmatrix aufgebaut hat. Jetzt kommt nochmal ein kleines, das eine Wortschatzkammer, diese eine Wortschatzkammer, ganz interessant, kam er. Das Meer, es kam das Meer, der immer ist, in deinen eigenen Tick.
Und dieses Dick ist der mittelste der Mittelpunkt. Das ist das Zentrum des träumenden Geistes. Erinnere dich an den Anfang des Gespräches, wo es hier beroschet, im Anfang, inmitten dieses Kopfes, diese Sinuswelle mit dem kleinen Punkt, ein Plus, ein Minus, was ich ja jetzt in die Transversale drehe, und dann hast du genau in dieses Zentrum, das ist Dick, und in diesem Dick, das ist die Wortschatzkammer. Ich, UB, bin die absolute Zentralsonne, der geistige Mittelpunkt meiner aus mir herausgespiegelten Geistesfunken, die aber alle in mir sind. Man muss dieses Spiegeltunnelprinzip verstanden haben, wenn ich immer sage, der einfache Spiegeltunnel, Spiegel, 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 sind nur ein allereinziger Spiegel, nämlich der in der Zentrale. Wenn man dann das Lämpchen reinstellt, wenn ich sage, diese ganzen um dich herum gespiegelten Lämpchen, diese kleinen Geistesfunken, sind letztendlich nur Spiegelungen von dem einen Licht. Und jetzt, pass auf, was jetzt passiert. Jetzt habe ich diese zwei Wörter, diese Schatzkammer in der Mitte, Schatzkammer und die Mitte. Dazu die Schatzkammer und die Mitte, Dick, zu einem Wort verbunden. Und das ist jetzt hier, die Holofilling-Anbahnungen des Jahwe sind deine Schatzkammer, dein Vorratshaus. All das Wissen der Welt ist in dir drin. Das ist, ich symbolisiere das modern mit dem Internet. Und wenn man hier hinschaut, das hat den Totalwert 12,13. Und jetzt ist schon die Kleinigkeit hier, du Geistesfunk bist, das ist hier hinzugefügt zu unserem Gematrie-Explorer-Eintrag, du Geistesfunk bist mit deinen geistigen Vater, das ist die 12 im Totalen, Totalen, absolut 1, das ist die 13. Er ist die absolute Liebe, hat den Zahlenwert, Ahaba 13, und die Heilung, das ist GHH, ich verweise immer dann auf JHH, ist JHBH, das ist die Heilung, er schafft dieses Jahre, ist die 13, und diese beiden 13 zusammen geben die 26, und das ist das Wort Jahwe. In der Bibel im Neuen Testament, auf Deutsch heißt es immer, der Herr Zebaut. Und jetzt ist der Herr, ist der Jahwe, und dieses Zeb, Testudo, die 92, ich erkläre dir die Zebaut-Zeichen, die Testudo-Zeichen. Und jetzt kommt das nächste Wunder. Ich habe jetzt hier den Pyramidenwert, 2854, und jetzt höre und wundere dich, jetzt gehen wir nämlich zusammen, ergibt die Schatzkammer und der Mittelpunkt. Das ist ja die 6 im Hebräischen hier oben. Das war fast immer und. Den Pyramidenwert 2854. Jetzt machen wir dasselbe Video. Der folgende Startpunkt dieses Videos ist jetzt 2854. Höre aufmerksam bis zur Stelle 3026. Das heißt zu Jahwe. Hin zu Jahwe, das ist 50, 26, das ist das Sein, rot, immer die linke Seite, machen wir immer die Plusseite, das Sein von Jahwe. Und da heißt es dann, über das er eingreifen kann. Und jetzt ist schon interessant, dieses Fen ist Pen, Panim, Penim, ein Aspekt, wenn du da reingehst, ein Fen ist ein Aspekt und zwei Aspekte, Penim, heißt das Innere. Im Innersten, in diesem Punkt, befinden sich zwei Aspekte. Und wenn ich das Panim ausspreche, heißt es das Gesicht, das Aussehen, das Ansehen. Und das kann man natürlich auch rot und blau machen. G, E-Quadrat-Sicht ist die geistige Sicht. Und die geistige Sicht ist in deinem Innern. Und du siehst immer nur einen einzigen Aspekt. Und ich habe jetzt, dass er eingreifen kann. Jetzt habe ich das hier schon eingreifen kann. Ich habe das aber Ein, das heißt, dieser nicht existierende Geist ist der Kopf des Schöpfergottes, das ist der Spiegel, und in dem ist jetzt Aspekte, und Kan, K-N ist das Fundament, das heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten, und das ist dieses Kan mit zwei Existenzen. Wir können mal schauen, wo wir das mit zwei Existenzen schreiben. Dann ist es hier mit einem N, tausendfach erklärt, ist es Fundament. F unter heißt, die Facette ist eine Welle. Ich mache das ganz kurz nochmal, die Basis, worauf man tritt im Lateinischen. Basis heißt eigentlich, worauf man tritt. Eine G, der Geist wird zu einer Rundlage, er fängt an zu kreisen, achte auf das Kreisen. Und das ist jetzt hier eigentlich dieses große, das Zentrum im Kreuz. Wir sind wieder wie ich dick in dem Zentrum, um das sich das Ganze herumdreht. Und dieses Fundament ist halt schlichtweg und einfach unter, auf Lateinisch heißt Welle, aufgespannte Existenz, die sich öffnet,
Und Mentio heißt sich etwas denken, ausdenken, etwas überlegen und Lügen verbreiten, die Unwahrheit verbreiten. Tausendfach erkläre ich das. Man muss hier sehr genau werden. Und halt, ich wollte den Ken nochmal, wenn ich ihn schon da gehabt habe, kleinen Moment. Und jetzt haben wir dieses Ken, das heißt jetzt die Ankerwinde. Jetzt müssten wir die Worte, Wind ist schon, da ist der Ruach schon mit drin. Ein Geist. Und das ist ein Wickeln, ein Einwickeln einer Feder. Aber das sind FE, die Facetten fangen an, generiert, die Erde sind geöffnete Berechnungen. Das heißt, diese Winde umwickeln dich, platzieren, regulieren, anpassen, zielen, auf etwas richten. Das sind so Unterformen. Und das hat was mit Schiff zu tun, die Ankerwinde. Weil wir hier mehr oder weniger das Schiff losmachen. Und wenn ich weiß, dass jetzt Schiff des Ani, das ist, was auf dem Meer durch die Welt reist, auf der Oberfläche, auf den Gedanken, wenn dahin gleitet, das ist unser blaues Ani, der schöpferische Existenz deines Intellekts. Das ist die Ursache dafür. Ich mache jetzt sehr, sehr einfache Erklärungen für das Ganze. Ich wollte nur zeigen, wie tief das geht. Welches bei genau 50,26 kommt jetzt, wir hören uns das an, das große Empfangsgefäß ist. Und wir wissen, dieses Geros, der Geist, J, machen wir ein J und Ross ist auf Hebräisch Sus und jetzt kriegst du den Jesus. Das ist der Große. Der Kleinste, die Kleinsten werden die Größten sein. Das Kleinste ist das Größte. Das Aleph ist das Omega. Interessanter ist es bei unseren vier Oktaven der hebräischen Zeichen, dass hier eben das 28. Zeichen ist gleich das erste Zeichen. Das ist das erste Aleph, das Aleph und das Elef. Für das, was kommt, und jetzt komm, heißt, kannst nachschauen, ist das Kriegsvolk und eben die wissen wir, sind die Toten, das ist der Tod. Das Kriegsvolk der Toten, das ist das, was kommt. Sie werden sich immer wieder die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben, selber auflösen. 1996 hat der Höchste sich in Bewegung gesetzt. Ich lasse jetzt das vorher laufen, bitte genau zuhören, weil dieser Text etwas länger ist. Den erkläre ich jetzt weiter unten. 1996 hat der Höchste sich in Bewegung gesetzt. Das passiert, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst. 1996 habe ich die Ohrenbarungen veröffentlicht, ist der Beginn der Ohrenbarungen. 1996 hat er seine Kavanna Curry in München aufgemacht. Und 96, 95 erschienen Blichdas Primzahlenkreuz. Alles zeitgleich und ich zeige dir in den Ohrenbarungsöffnung 4 Buch, dass hier ich Blichter mitgeteilt habe, was Sache ist. Ich habe den Detlefsen mitgeteilt, Blichter ist komplett abgestürzt. Detlefsen hat in stillen und heimlichen zwar seine Kirche weitergemacht, aber konnte sich nicht loslösen von dem Geldwahn glauben, Welt retten zu müssen. Du kannst Welt nicht retten. Welt ist ein Brandopfer. Der Schöpfer und Opfer, steckt hier schon mit drin, der Töpfer. Der Mensch ist aus Ton gemacht. Du musst dich selber umformen. Du bist der Einzige, der sich verändern kann. Eine eigenartige Formulierung und trotzdem wähle ich sie. Hat er eine Brücke betreten, die große Brücke an das Karana, hat sich in Bewegung gesetzt, auf dieser Brücke hinabzusteigen, in unsere Nähe. Und hat hier einen Raum bezogen, beziehungsweise hat sich niedergelassen auf dem Gipfel eines Berges, der für unsere Augen unsichtbar ist. Berg, den es gibt, aber nicht im Sinne von menschlicher Geografie. Hat sich niedergelassen auf dem Berg, Leute von Ihnen, die kabbalistische Traditionen ein wenig kennen, kennen vielleicht auch den Ausdruck, der Alte vom Berge, dort ist der Zusammenhang, hat sich niedergelassen auf einem Berg und lebt nun bei uns, in dieser Welt. Und diese Nähe, die dadurch entstanden ist, ist so nah, wie sie noch niemals war. Und darauf bezog sich vorhin der Satz, näher den Menschen denn je. Es ist die größte Zeit, die zurzeit herrscht, die Sie sich vorstellen können. Das kann man schnell sagen, aber
Sie dürfen uns dort beim Wort nehmen. Ich sage Ihnen auch, ein paar Jahre braucht es noch, bis Sie es greifen können, bis es so sichtbar wird, dass Sie nicht mehr überlegen müssen, glaube ich es oder glaube ich es nicht. Und ich sage Ihnen auch dazu, wenn das nicht geschieht, nehmen wir alles, was wir gesprochen haben, zurück. Wir trösten Sie nicht weiter und sagen, irgendwann und später und kommt schon noch und irgendwann am jüngsten Tag. Denn wenn man den Anspruch hat, Welt zu erlösen, muss man es so tun, dass die Welt etwas davon hat. Sonst kann man nicht von Welterlösung sprechen. Da hat er das große Problem, was er nicht verstanden hat, was er nicht akzeptieren wollte. Er wollte die Welt retten und ist mit seiner Kirche, obwohl er alles von mir bekommen hat, untergegangen, weil das Ego zu mächtig war. Du kannst Welt, den polaren Rand, nicht lösen, erlösen oder retten. Es ist ein Kommen und Gehen von Gedankenwellen. Du kannst nur den Geist erlösen, der dieses ständige Wellenspiel erlebt, in sich, im Hier und Jetzt, und erlösen nur in dieser Form, dass er weiß, was er selbst ist und was seine Gedanken und seine Informationen ist. Die Selbsterkenntnis, ich bin ewig und alles, was ich denke, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Existierendes kann nicht ewig sein. Es ist in dem Moment, wo es existiert, wird aber jetzt erschaffen und es wird jetzt zerstört. Das ist das Ewige Hier und Jetzt. Und das, was ewig ist, als Ding an sich, ist etwas, was überhaupt nicht existieren kann, sonst wäre es nicht ewig. Das wiederhole ich immer und immer wieder, das sind ganz einfache Sätze. Und du, Geist, bist ewig. Was hat sich an dir im Laufe deines Lebens verändert? An dir, an dem Geist, der dieses Leben durchlebt, so wie ein Leser ein Buch liest. Der Leser, der ein Buch in die Hand nimmt und liest, ist am Ende des Buches, wenn er die Augen vom Buch wieder hochhebt, das Buch zuklappt, immer noch derselbe Geist. Das Einzige, was passiert ist, er hat eins von unendlich vielen Leben, die sich in ihm befinden, durchschaut, wie wenn du in eine Bibliothek gehst oder in eine Videothek gehst, wo hier eine Unmenge von Filmen sind und sagst, jetzt habe ich einen Film mehr angeschaut aus dieser großen Schatzkammer des Lebens. Insofern, bei den höchst klingenden Behauptungen sage ich Ihnen immer, Sie können uns beim Wort nehmen. Ich überlege mir sehr, was ich hier formuliere und was ich sage, denn ich weiß, dass wir daran gemessen werden. Das Besondere also ist die Nähe des höchsten Gottes in dieser Zeit. Das Besondere ist, dass er eine Kirche in die Welt gesetzt hat als Arbeitsinstrument, als ein irdisches Vehikel. Die Kirche ist natürlich so eine Sache, weil die KI ist, hast du mal eine künstliche Intelligenz? Und dieses Archet in der Kirche, wenn ich hinsetze, da hängt ein Hauch von Geist mit drin. Und ich kann das natürlich hier immer wieder rot und blau lesen und es ist so weltlich. Er hatte den Absprung nicht geschaffen. Die große Erkenntnis, dass es was Intimes ist. Es wurden Menschen eingeteilt in dieser Kirche, eine Sekte, wie alle anderen Sekten auch, wo Rituale durchgeführt wurden, wo alles, was er spricht, stimmt und nicht stimmt gleich. Ich sage, du, das, was die Prediger predigen, aber mach nicht das, was sie selber tun. Das beginnt mit dem Wahn zu glauben, man müsste eine weltliche Institution aufbauen, die dann natürlich immer anders ist wie alle anderen weltlichen Institutionen, ob das politische Parteien sind, die streiten, die zeigen dir die Asozialität von der extremen Primitivität der Politik, die du dir zurzeit ausdenkst, wohlgemerkt aufgrund eines Programms, die immer nur dann existiert, diese Politik, die Politikerkaste, wenn du sie denkst, die wird so sein, wie sie von dir gedacht wird. Also nicht darüber aufregen, hör auf, dich über irgendeinen Gedanken, der von dir erschaffen und gedacht wird, dich aufzuregen. Das ist alles freizusprechen. Der einzige Schuldige ist der, der sich's ausdenkt. Wer hat's gemacht? Über das er eingreifen kann und, wie wir beim übernächsten Säule sehen werden, das sozusagen Empfangsgefäß ist für das Große, das kommt. Das Wort ist 26, der das Empfangsgefäß ist für das Geros-E, das kommt. Das ist Jesus. Aber Jesus als ein Symbol, der Christus, der zu dir sagt, ich bin du. Ich bin der Schöpfer der Welt, die ich mir ausdenke. Und das bist du. Für eine Welt. JCH als Ding an sich ist der Schöpfer UB aller Welt. Das ist ein Grundprogramm. Das ist für das große Empfangsgefäß, für das kommt. Punkt.
Dieses obige Gespräch wird schon sehr interessant. Schau, immer den kleinen Pfeil beachten. Das ist das hebräische Wort Hasa. Ich sage immer, dein Tagtraum schlägt Haken. Ja. Halt. Dein Tagtraum schlägt Haken. Unberechenbare Haken. Dein Tagtraum ist wie das Wetter. Du hast keinen Einfluss drauf. Und dem Wetter ist vollkommen gleichgültig, ob du dich über das Wetter aufregst oder nicht aufregst. Das ist das hebräische Wort für Fantasieren und Wachträumen. Wachträumen heißt eigentlich definitiv, das kann man wieder zwei Seiten lesen. Du kannst jetzt träumen, um zu träumen, musst du in einem gewissen Maß bei Bewusstsein sein. Du brauchst ein Bewusstsein, um was wahrzunehmen. Und wenn du Traum träumst, machst du das unbewusst. Ein absolutes Wachträumen ist der Zustand, dass dir jeden Moment bewusst ist, ich, Geist, träume jetzt und alles, was ich erlebe, sind meine Informationen, die aus mir selbst kommen. Und das heißt, dieses da, alles, was ich mir ausdenke, ist, was ich vor mich hin fantasiere, ist das, was aus mir herausspritzt. Das sind die hebräischen Worte, das heißt auch spritzen, sprengen. Und ich weise nochmal darauf hin, dieses Wort kommt ihm dennoch 704 Mal vor. Es wird nicht einmal mit Fantasieren übersetzt. Immer nur als dieses, das da auftaucht und an wenigen Stellen das, was herausspritzt. Aus wen spritzt was heraus? Aus El Hayom, aus Gott im Meer. Jetzt dieses obige Gespräch, das aus dir herausgespritzt ist, das ist auch die Logik. Das ruhende Bewusstsein ist innen. Plan. Plane. Griechisch, in die Irre gehen. Da haben wir hier, das sind die Goin. Dieses Wort Denken, Reden, Klang, Logik. Du geistige Schlafmütze trägst in dir noch das stolze Herz deines derzeitigen Egos und schenkst deshalb nur der fehlerhaft materialistisch gesinnten Logik deines derzeitigen verwirrten Egos dein ganzes Vertrauen. Das ist übrigens auch, aber es wird so weit führen, in deinem Individualbewusstsein, diese Divisionen in dir, Divisionen, die Öffnung deines Intellekts erzeugt Divisionen, würde zurzeit ein Kampf, die Schlacht deines Ich und dessen Ego ist ich ein Ich. Das ist der Souffleur in dir, der Zweite, der dir alles erklärt, was richtig und verkehrt ist. Ich brauche doch, ich weiß doch, ich muss doch. Ich. Ständig höre ich immer bloß ich. Das ist dieses vor dich hin fantasierten Gespräches jetzt. Merkst du, wie tief die Erklärungen waren von der tieferen Ebene? Beginnt genau bei 2854 mit den Worten. Und ich habe jetzt hier, es gibt ja sehr viele verschiedene hebräische Wörter für Worte. Wir haben da zum einen das DBR, das Arma, und wir haben die Mela, das sind die Melim. Das heißt auch Wort, das Mel, beschnittene Worte, Äußerungen, die sind beschnitten, weil Mel, Mila ist die Beschneidung, heißt auch gegenüberliegend und beschnitten. Und darum sind es die beschnittenen Äußerungen, weil du immer nur eine Seite, eine Perspektive hervorhebst. Klassische hebräische Worte. Doppelt aufgespannte Orte, wo du in der Regel immer nur, wenn ich jetzt auch hell und dunkel, schaust du immer nur eine Seite an. Du willst immer nur eine Seite haben. Gesund und krank, du willst gesund sein, die andere Seite willst du nicht. Das ist das gestaltgewordene Licht des Meeres. Das blaue Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Das ist die Welt von Gedankenwellen, wo du immer nur eine Seite siehst und dir die andere bewusst machen musst, um heil zu werden. Du willst glücklich sein, du willst gesund sein und alles andere bekämpfst. Und das ist die große Falle in dem Spiel. Schau, nur doppelt aufgespannte Orte. Im de facto hier und jetzt ausgedacht 1996, jetzt eine Jahreszahl, eine Adresse auf einen Speicher, wo alles gleichzeitig ist. Das ist wie wenn du in der Bibliothek gehst, wo Geschichtsbücher drin sind und die sind jetzt geordnet nach Jahreszahlen. Muss dir klar sein, dass die ganzen Bücher von allen Zeiten, die du denkst, gleichzeitig in diesem Bücherregal stehen. Du musst dich komplett lösen vom unbewussten chronologischen Denken. Egal, was du denkst, du kannst es nur jetzt denken. Ein Faktum, eine de facto hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Auf die historischen Fakten und auf das Wort historisch bin ich in einem vorhergehenden Selbstgespräch reichlich darauf eingegangen. Das Wort historisch hat nicht das Geringste mit einer Vergangenheit zu tun.
etymologisch. So wenig wie das Wort Mathematik, was mit Rechnen zu tun hat. Der höchste UB 86 Alim sich in Bewegung gesetzt. Und jetzt habe ich hier diese See, das hebräische Wort See, Sinhe geschrieben, ist das Lamm. Mhm. Jetzt haben wir wieder dieses Lamm. Das hatten wir schon mal in der Flamme. Atbaschwert, der gespiegelte Wert, heißt es 92 und 92 ZB, Jahwe des Duder Zebaot. Das ist das Lamm der Johannesoffenbarung. Ich verkünde und stille stehen wir die Zeit. Es gibt nur jetzt und der erste Himmel und die erste Erde, in Klammern ausgedacht, die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein. Da bin ich oft darauf hingegangen, wenn ich einmal nur die deutsche fehlerhafte Übersetzung aus dem Griechischen nehme und es heißt, Himmel und Erde werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein, müsste ich doch irgendwie mal die Frage stellen, wenn die Erde vergeht, ist das Meer ja trotzdem weg. Das Meer, das ich mir auf die Erde drauf denke, ist nicht dieses Meer, das vergehen wird, sondern das ist der, der im Meer ist. Ihm wird nämlich bewusst, diesen Geist, der sich Himmel und Erde um sich herum ausdeckt, das ist übrigens wieder zwei Seiten, dass er die immer seiende Mitte ist, die als Ding an sich ewig ist. Darum wird das Meer, UB 86, El Hayom, dieser Gott, der ohne Schöpfung ist, ist nicht. Das ist aber der Ausgangspunkt für alles, was existiert. Das ist der Lichtschöpfer. Dieser Lichtschöpfer. Blau ist ja, die Lichtschöpfung ist ja was aus hebräische Wort für auseinandergeschmissen, explodiert. All ist verbunden, implodiert, La ist explodiert. Und jetzt haben wir den Lichtschöpfer, der baut jetzt MM, 2MM, MEMIM, Wasser, Wasserwellen ausgedachterweise auf. Und diese Wasserwellen plus M minus M, das ist die Wurzel ist Null. Das Strichchen sei mir verziehen. Da war ich nicht besoffen. Gibt es auch Erklärung dafür. Das ist diese logische, und wir haben das Blau, aber das ist natürlich dann zu einer logischen Wahrnehmung. Das ist jetzt die Lichtschöpfung, besteht immer aus einem Plus, hell und dunkel, aus gesund und krank, egal was du magst, dieses symbolische L-Ich. Wird hier erklärt. Das ist original der Text, den wir gerade gehört haben. Eine eigenartige Formulierung. Und trotzdem wähle ich sie. Mhm. Schau ganz, wie sprichst du das aus? Wenn du jetzt das deutsche Wort sie hinschreibst, du sprichst es eh ja überhaupt nicht, weil da kein I ist, sondern ein He ist. Mhm. Ein He. Sie. Mhm. Und die kann man rot und blau schreiben, das schauen wir uns ganz kurz an. Das ist rot gelesen, ist das Bewusstsein der göttlichen Quintessenz im Zentrum und raumzeitlich intellektuelle Wahrnehmung ist außen drum herum. Das ist das Minus Minus B. Die Raumzeit, intellektuelle Wahrnehmung, Bewusstsein ist die göttliche Quintessenz. Sie ist dann auch die Frau, wenn wir das so lesen. Hat der große Pontifex eine Brücke gebaut? Das Zeichen müsstest du eigentlich kennen, ist über der Holofeeling-Seite drüber. Ross nochmal ist Sus. Der Geist ist Gott, J, Jesus. Und das ist die Energie. Und jetzt habe ich den Pontifex ein bisschen eigen, weil jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja das Griechische, es ist aber auch ein P. Wollen wir schon wieder zwei Seiten? Lese ich das Griechisch oder lese ich das als lateinischen Buchstaben? Ein nicht existierendes E-Quadrat, eine Brücke gebaut. Jetzt habe ich hier, interessant, ich gehe nicht rein, das Christusmonogramm und wo der Pontifex eigentlich die Vorgeschichte herkommt, die Etymologie von dem Wort, der Brückenbauer, sich dort. Und da habe ich jetzt Anogi transversal in Bewegung gesetzt. Ich setze mich in Bewegung. Es gibt bloß das Hier und Jetzt und es schwingt auf und ab. A und D. Schau das kleine Bild an. Bild, Bild, Bild. Da haben wir natürlich dann noch zwei Phasen, wo wir in Einheitskreis reingehen. Das wird aber viel zu viel Physik führen. Aber wir haben hier wieder einen kleinen Pfeil. Anogi ist ja das rote Ich. Mhm. Das schauen wir uns jetzt auch schnell an. Dieses Anogi ist zuerst einmal ich. Ich bin. Dieses bewusste Ich hat den Zahlenwert 81. Dieser Wert ist sehr, sehr wie ich dick, wenn du dieses 1 durch 81 verstehst. 1 durch 81 ist ein Neuntel mal ein Neuntel, ist 0,01234567891011121314 bis ins Unendliche. Unter anderem. Und das ist auch dieses Anak, ist das mein A in Kaff, das Lot. Das kann ich jetzt erst einmal als Lot in eine Höhe stecken. Mhm.
Nämlich das, was ich bin immer das Zentrum und das ist die senkrechte, die vertikale, die man dann natürlich auch transversal nennt in Bezug auf Licht, die transversal schwingendes Licht, der transversal schwingende Geist. Das wäre jetzt aber ein Thema, ein lichtgeschwind transversal schwingender Geist denkt alles hier und jetzt. Er erschafft es jetzt, er zerstört es jetzt und es ist im Meer hier in diesem Punkt im Zentrum. Das ist Physik. Einer Nogi bewusstes, ich bin ein nicht existierender, unsterblicher Geist und in mir spitze ich meine Traumwelt ab. Im ewigen Hier und Jetzt, mit lichtgeschwind, transversal schwingenden Geist. Und du merkst jetzt schon hier, wie wichtig diese kleinen, darum habe ich die Pfeile hier gemacht. Das Universum hast das in eins gekehrt. Es taucht auf und fällt wieder immer jetzt. Es taucht jetzt auf und fällt jetzt wieder rein. Das heißt also, die Welle, diese Vorstellung, dass was irgendwas nacheinander kommt, schaut das Bild an, heraus aus dem Einheitskreis heraus konstruiert auf eine chronologisch gedachte Zeitachse, ist eine Riesenfalle, wo die ganze Physik zu einer Lüge macht. Ich erinnere an das letzte Selbstgespräch mit dem Zweistrahloszilloskop, Ausgangsimpuls, so und so viele Nanosekunden später der rückkehrende Impuls, wenn du auf das Bild schaust, da ist kein zeitlicher Unterschied. Ich denke mir, aufgrund des Abstandes ein zeitlicher Unterschied. Du kannst jetzt auf die Monitor schauen und sagst, das Wort kommt vor diesem Wort. Nein, die Worte sind gleichzeitig auf dem Monitor. Es ist ein logisches Konstrukt, das in eine Irre führt. Also er hat sich eine Brücke gebaut, sich dort, ein geöffneter Ort, transversal in Bewegung gesetzt. Ich setze mich in Bewegung. Fasten sieht Bild. Jetzt ist das Fasten ist auch schnell. Und hast Festzorn. Das heißt, wenn du dich mit der höchsten Geschwindigkeit bewegst, die es überhaupt gibt, bewegst du dich gar nicht mehr. Ein Quantencomputer, der ja so schnell rechnet, ist ein Blödsinn. Er rechnet jetzt, weil das ein sogenannter Parallelrechner ist, der jede Rechnung jetzt, jede Berechnung jetzt macht. Darum sage ich, du denkender, bewusst denkender Geist bist ein Quantencomputer. Qua. Ein affin aufgespannte Energie. Qua. Oder que. Ein affin aufgespannter Schöpfer oder eine affin aufgespannte Energie, so rum. Um auf dieser Brücke, ganz interessant, schau, wie ich Brücke schreibe, Plus und Minus geht wieder zurück in E-Quadrat. Das passiert jetzt übrigens immer, wenn du, schau mal kurz das Bild an, wenn ich sage, ich spanne eine Welle auf, siehst du ja in der Regel bloß eine Seite und die fallen wieder zusammen. Das hat nichts mit einem Kreis in der Transversalen zu tun, sondern das passiert so, Welle, Welle, und du schaust immer nur eine Seite an. Wenn du hell siehst, dann ist es das Dunkle unten und so weiter und so weiter. Hinab, hinab zu SD-Eigen. Dieses Z-Waff heißt Befehl. Das Hebräische habe ich jetzt nicht reingemacht, tausendfach gesagt, die Geburt von was aufgespannt, blau gelesen, ist ein Befehl, Befehl, zwei fehlen. Das ist Wellenberg und Wendorf. Und das ist eine raumzeitliche Spiegelung ist immer dein eigenes. In unsere Nähe, das heißt in deine Traumwelt. Jetzt habe ich hier den Traum, kannst du nachschauen, und Welt haben wir ja den Bolanrand. Interessant ist es Nähe, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, wenn ich etwas zusammen nähe, da gibt es im Hebräischen dieses schöne Wort, und das zeige ich dir mal, ist übrigens auf Selbstgesprächen vielfach erklärt, auf Älteren. Wir machen zuerst einmal hier das Kareb. Schau, das heißt jetzt, das hast du mal rot gelesen, der Mensch, der Geist, der in seinem Kopf alles verbindet. In dieser Mitte ist alles verbunden, aufgespannt, eine Affinität, das ist ein Adam, ein Affe. Und AFF sind immer die Schöpfung von zwei Facetten, Wellenberg, Wellendal. Bri hast eine Frucht von Gestalt gewonnenen Erscheinungen, das ist das hebräische Wort für Tod. Und Tod ist definitiv der Enosh, der sterbliche Mensch, aber diese Gestalt gewordene Erscheinung, das Wort Tod haben wir schon wieder, die zwei Spiegel, schau, die um sich herum kreisen. Das sind dann zwei Erscheinungen oder zwei Spiegelungen. Wieso ich dir das jetzt zeige, dass dieser Begriff heißt zum einen Kampf und Schlacht. Es heißt aber auch die Mitte in allen Wörterbüchern. Die Schlacht, da man in Schrecken versetzt werden, das logische Licht. Aber interessant ist, es ist auch das hebräische Wort sich nähern. Wir waren bei dem Ernäherte sich. Annähern, heranreden, nahe bringen. Und jetzt pass auf, jetzt musst du einen Gedankensprung machen, die Nähe, kurz und mit Lichtgeschwind schnell. In dem Wort nah steckt das Wort Nahrung.
Was passiert, wenn du Nahrung aufnimmst? Du tust alles, was du dir ausgedacht hast, ein gewisses Essen, gewisses Sein essen. Und du machst es wieder eins, wenn du dir es nahe bringst, wenn du dir das vorgestellte Essen wieder mit dir eins machst. Das ist die Nahrung, nähert sich dieses Ausgedachte wieder dir selbst. Und wenn wir jetzt nähen, etwas zusammennähen, schau bitte an das Bild. Wir denken uns jetzt einfach mal das Wasser und wir denken uns da oben die Welt, also die Luft überhalb und unterhalb der Nulllinie. Und pass auf, wenn jetzt Wellen auftauchen, schau das kleine Bild bitte an, dann nähst du förmlich das Oben und das Unten zusammen, du bringst es aneinander und verbindest das, machst es eins, obwohl es zwei bleibt. Das ist wie wenn ich jetzt an Hell und Dunkel denke, wie weiß ich, dass das beides gleichzeitig da ist, wenn ich die Synthese von beiden bin und mir jetzt meinetwegen immer wieder meine Kugel vorstelle, die hier von der Sonne angestrahlt wird. Da wechselt Hell und Dunkel nicht ab. Und das Ganze, wenn wir jetzt deine Existenz dranhängen, kriegst du das Opfer. Das ist zum einen eine generierte, da, Pri, tausendfach BR ist das Äußere. Mein Äußeres, was ist mein Äußeres? Definitiv die Heilung, es ist heil. Wenn ich beide Seiten gleichzeitig sehe, dieses Pri hast auch die Heilung. Und das Ganze heißt auch Opfer, eine Näherung. Ich muss es wieder, alles, was ich mir ausdenke, muss ich wieder zurückholen. Ich muss wieder zurückholen in mir und darum ist die Welt ist ein WERD, heißt ein doppelt aufgespannter polarer Rand, ein Brandopfer, der polare Rand. Ich muss diesen Rand opfern für den nächsten Gedanken, dass ich mir einen neuen Gedanken darbringen kann. Und alles, was ich dir jetzt erzähle, ist ein Nichts von dem, was ich dir noch erzählen könnte, wenn ich sage, jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch in einem streng arithmetischen System. Und du musst dir keine Gedanken machen, du musst es nicht wissen, es ist schon in dir drin. Du musst es lernen, frei zu schalten und ich schalte das für dich frei in dem Moment, wo du gewillt bist, das haben zu wollen. Dieses Wissen, die Weisheit, aber du wirst sie nie bekommen, wenn du damit in irgendeiner Art und Weise Geld verdienen willst oder irgendwelche Menschen von was überzeugen willst. Du kannst ausgedachte Menschen von nichts überzeugen. Das war jetzt nur die Brücke, hinabzusteigen in dieses Zentrum, in unsere Nähe. Dich wieder zusammennähen, deine Traumwelt, diesen Polaren, dem Brandopfer. Das steckt hier die Nähe, die Nahrung. Kareb, das Opfer, der Schöpfer, Korban, steckt hier schon in einer Verbindung drin, was natürlich ein normaler weltlicher Gelehrte überhaupt keine Ahnung hat. Und hat hier Hieros, das heilige Göttliche, einen Traum bezogen. Das ist also das erste Mal, das hast du jetzt erst. Interessanterweise, dieses Z-Waff ist Befehl zu, ist auch CU zu lesen, das heißt im Befehl. Und da kann ich auch lesen, eine polare Geburtsgeber, das Schlamm, das hängt da alles mit drin, das ist BZ, ist nämlich der Schlamm, Befehl oder Order. Rot, blau, darum habe ich das hingemacht, verbunden, der Geburtsgeber, die 90, das ist ja auch der Spiegel im Zentrum der Reihe, ist alles verbunden und außen ist eine Geburt von aufgespannten Facetten. Das ist also die erste Seite und dann haben wir hier den Gen, der Garn, das ist praktisch der Geist, Geistsein und eine Gehirnexistenz. Das ist der Garten, das hebräische Wort für Garten und Garten, G-Arten sind entweder geistige Arten oder Gehirnarten. Wir können auch den Gar lesen, die ersten zwei Buchstaben, Gehirnberechnungen. Dieser Gar ist der Reisende, der in der Fremde übernachtet, wenn man das eingibt. Das ist der träumende Geist, das bist du zurzeit ein GR blau gelesen. Du lebst in der Welt deiner Gehirnberechnungen. Ja. Und das ist eben ein Fremder. Du bist dir selber fremd, du hast vergessen, wer du bist. Das ist das große Geheimnis. Ich kann das ganz kurz einmal, dieser GR, ich war ausgangsbasis, ist der Garten. Das ist ein Fremder, ein Gast in der Fremde, du bist ein Gast in deiner Traumwelt, du wirst wieder heimkehren. Es ist nur ein zeitweiliger Aufenthalt in dieser Traumwelt. Und das sind halt so Gehirnberechnungen und der Geist ist der Kopf, in dem sich das Ganze abspielt. Und die Ausgangsbasis war das GN, kann ich jetzt gleich eingehen, wenn ich es offen habe. Das ist erst einmal ein eingefriedetes GE-Quadrat-Land. GE-Quadrat ist ein geistiges Land oder ein Gehirnland. Und darum ist es der Garten. Der Garn Eden, das ist das Paradies. Wobei das Wort Eden wiederum ein extrem interessantes Wort ist.
wenn man das hört, dieses Paradies im Klassischen, ist auch das Lustgefühl, heißt aber auch Zeitalternieren, ein chronologisches, unbewusstes Alternieren, bis du weißt, dass das Transversalwellen sind, dann veredelst du dich. Das ist das Verwöhnen, das Verfeinern des ganzen Denkens, das passiert in Eden, wobei Ed ist wiederum unser Zeuge bis Ewigkeit. Okay, jetzt hast du es, auf der Spitze geht es dann weiter, eines Berges. Und jetzt ist dieser Berg, der ist jetzt rot gelesen, das heißt, in einem erwachten Geist befindet sich das Bewusstsein. Das ist jetzt schlichtweg und einfach das hebräische Wort Har. Das ist wieder die Quintessenz, ist der Kopf, das ist das Zentrum in der Kamera Obscura und die Wahrnehmungen sind nur Berechnungen. Und darum ist das Gebirge, die Berg-Gek, überlegen, ausgedacht und zusammenbauen, das Ganze wieder zusammenbauen. Wird hier ganz in wenigen Worten die verborgene Harmonie, BRG heißt im erwachten Geist. Und hier jetzt in dieser Formulierung ist es natürlich nochmal im Erwachten, in diesem ER-Quadrat in uns zwei ist der Geist 3, die Synthese, dass dieses eigentliche G ist UB. Und das sind diese zwei Ichs, das ist die Energie und das ist Bewusstsein. Der, und ich habe jetzt wieder unsere Delta hingekriegt, auf der Spitze, das ist die Spitze hier von dieser Öffnung. Er für unsere Enosch-Augen unsichtbar ist. Der Enosch ist das sterbliche Säugetier, das wissen wir, und Augen haben wir gerade schon gehabt, die Becken. Das ist für sterbliche Augen ein ausgedachtes Trockennasen auf dem Auge. Ist Materie, kannst du so sehen wie eine Kamera. Funktioniert übrigens ziemlich genauso, bloß gespiegelt. Ein Ohr kannst du so hören wie ein Mikrofon. Das hört nichts. Es ist eine Vorstellung, wo du hier wieder ein physikalisches Weltbild aufbaust anhand von Wissen und die Symbolik, Simperlein, das Zusammengeschmissene in diesen einen Punkt nicht verstanden hast. Der erste ist die absolute Spitze von allem. Und jetzt diese fünf Wörter sind letztendlich hier lauter Wörter, die unter anderem Spitze heißen. Wir schauen uns das ganz kurz an. Das ist zum Beispiel von Eckhart. Das schreibt sich Elef Chet Daf, ist die männliche Eins. Darum heißt es auch Eins. Er ist einer, er ist diese Spitze. Und es ist der, der in dir Rätsel aufgibt. Das heißt auch Rätsel aufgeben. Es ist kollektiv geschlossen. Rot, immer rot lesen. Diese Spitze in dem Punkt, in dem alles zusammenfällt, wenn wir da einen Waff reinschieben, in diesen Buchstaben, kollektiv aufgespannt, wenn wir das jetzt machen, dann kriegst du ein Aufgeben von Rätsel. Farbenspiel. Bitte? Schädel. Farbenspiel. Jetzt geht's weiter. Geht weiter. Dann haben wir hier als nächstes die Spitze ist natürlich dieses Berosch. Berosch in diesem Kopf. An der ersten Stelle. Dieser erste Kopf ist der allererste. Der ist die Spitze. Das ist der Gipfel. Die Summe von allem. Im Kopf erschafft Gott, das Meer, El Hayom, Wunderhimmel. Das ist, kannst du dich reinlesen. Umso mehr Interesse du hast, umso mehr wirst du dich damit beschäftigen. Er hat sich dich, ich bin du, du bist dich, niedergelassen und lebt nun bei uns. Medim, das sind die sterblichen, MD hast nochmal tot. Das ist das hebräische Wort für Menschen, für Leute in dieser Welt, in diesem Ballonrand. Und jetzt ist Detlef ein Zitatende, bis dahin geht's. Und jetzt mache ich kurz weiter. Seid ihr noch dran? Ja. Als der Enosch, der sterbliche UB, das Pixelmännchen, das du dir jetzt ausdenkst, oder der Mensch, den du jetzt denkst, ich bin ja als UB jetzt nur ein Gedanke, der von dir in dir erschaffen wird. Oder auf der Verabredung nur ein Pixelmännchen ist, eventuell irgendwo in der Ecke. Aber auch als der Enosch, mit dem du Geistesfunken dich de facto immer jetzt zur Zeit verwechselst. Das ist, wenn du jetzt an den denkst, der jetzt sich dieses angeblich dieses Gespräch anhört. Der jetzt vom Computer sitzt, hört nichts. Weder die Ohren noch das Gehirn kriegt es mit, dass du dir ausdenkst. Abgesehen davon existieren auch diese Augen, diese Ohren oder dieses Gehirn oder der ganze Leib, der ganze Person, nur wenn du sie denkst. Weil ja jetzt immer nur das da ist, was du als Information vorliegen hast. Und da auch ich UB, auch immer du selbst bin, ich bin du. Bin ich auch der Enosprüssel, mit dem du Geistesfunken dich zurzeit verwechselst?
Das ist egal, an wen ich jetzt denke, ob ich sage, das bin ich oder das bin ich nicht. Das sind auch schon wieder einseitige Aussagen. Habe ich nicht gesagt, du sollst dich dafür interessieren, was jetzt ist. Und die Erkenntnis, was jetzt im Moment für einen ganz, ganz ewig kurzen Moment da ist, diese Erkenntnis hat nichts zu tun, dass du das bewerten müsstest, ob das richtig oder verkehrt oder gut oder böse ist. Es ist einfach nur. Und zwar solange du das denkst. Und jetzt kannst du ein Zeitfenster aufspannen und dir denken, ja, ich habe das 5 Minuten gedacht. Oder ich habe jetzt das bloß 1 Sekunde gedacht. Diese Zeitspanne, die du dir aufspannst, das ist immer der Blickwinkel, ist letztendlich immer an derselben Stelle. Da gibt es gerade in der Physik, wenn ich jetzt Lauflicht oder was mache, wenn ich dir die Tricks erkläre, wie du dich selber narrst mit diesem unbewussten chronologischen Denken, bis du wirklich begreifst, verdammt nochmal, egal was ich wahrnehme, was ich anschaue, gleichgültig, ob es Gedanken sind oder sinnlich wahrgenommene Informationen. Es ist hier und es ist jetzt. Und dieses Jetzt ist ewig. Das hat nichts zu tun mit irgendeiner lang ausgedehnten Zeitspanne. Okay. Also, dass ich du bin, bin auch der Enospüssel, mit dem du Geisteswung dich zurzeit verwechselst. Weil du deine derzeitige Enosrolle nur unbewusst spielst. Das ist das Problem. Ich spiele meine vollkommen bewusst, wenn ich als Udo auftauche. Und jetzt kommen wir zum absoluten Anfang. Das ist dieses im Anfang Bereshit. Und ganz oben war dann, höre das Video 9.55 bis 19.00. Und jetzt habe ich die 96, die 86 und die 2.2. Hier ist ein kleiner Auszug aus der Offenbarung Wiedergeburt des Christus. Und das lesen wir jetzt nicht durch, das kannst du selber lesen. Das ist natürlich, ich erwähne immer wieder, dass das ausgedacht ist. Angeblich 930 Jahre alt wurde. Das sind Worte und du stellst dir aufgrund von Worten was vor. Das ist der eigentliche Trick. Jeder Intellekt macht aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen. Stimmt's, Ritterrichter? Stimmt. Priest ist die Frucht von dem Geist, in dem ich Esther, wo ich mich versteckt habe. Und das ist jetzt einfach, das findest du in deinem Internet, natürlich, wenn es auftaucht, taucht es immer jetzt auf. Und jetzt kommt eigentlich eine große Erkenntnis, der Zufall der Matrix, wo ich dir eigentlich zeige, dass das Verbinden der Zahlen, wenn du die Werte 4004 vor Christus, 0404, hat mit Wasser zu tun, in der Physik dieser Wert, mit deiner Gegenwart vergleichst, wird dir auffallen, dass deine Erde 1996, wo Detlefsen seine Kavanagh-Kirche gemacht hat, wo die erste Offenbarung erschienen ist, wo Blichter sein Primzahlenkreuz veröffentlicht hat, ihren 6000. Geburtstag hatte. Und das sind genau diese 3x2000 Jahresblöcke, wo ich immer wieder definitiv meine Lichtgeschwindigkeitskurve, meine Bewusstseinskurve, meine Erdbevölkerungskurve, die dann nach 3x3 Wachstumsstufen, das sind diese 2, 2, 2, sind die ersten drei, abbricht. Also in die Transversale geht, diese Kurve. Mhm. Ist Arithmetik, ist eine Physik, ein reines Computerprogramm im Hintergrund. Mhm. Und das ist jetzt hier nochmal erklärt, das ist ja schon in Du bist ich angesprochen. Wichtig ist jetzt, in diesen 7 Tagen hat sich in seinem Geist das gesamte Wissen deiner Menschheit entfaltet. In diesen 7 Tagen und die 7, ich habe erwähnt, in die Arche. Es gibt unreine Tiere und reine Tiere. Von dem einen gehen 7 mal 7 rein und vom anderen nur 2, plus minus. Und in dem Wort 7, ohne jetzt auf das hebräische Wort einzugehen, musst du jetzt erst einmal wissen, dass man unser Sie, den Sohn. Ich habe gerade gesagt, das E ist eigentlich ein He. Da habe ich jetzt schon das Sieben. Es ist aber auch ein Sieb. Mhm. Ganz interessant, die hebräische Buchstabe für 7 ist ja unser Sein. Und das hast du jetzt erst einmal hier, halt. Dieses Sain wird übrigens auch Zain ausgesprochen, die einen sprechen das mit einem S. Das ist einer der Buchstaben, der S und Z ist, unten. Das ist nur Z. Und das definitiv, dieses Zain ist der 7. Buchstabe, der wird normal, wenn wir jetzt reingehen, die Sattheit, die Fülle oder eine Selektion. Das heißt, wenn du was selektierst, dann siebst du etwas aus dir heraus. Und dieses Wort ausgeschrieben wiederum heißt Waffe. Eine Waffe, die etwas in 2 Teile schneidet. Aber die Waffe ist doch wieder der doppelt aufgespannte Affe. Der führt dich dann zu dem hebräischen Kof. Das Kof ist der Affe und es steht für Affinität.
Das ist die 100 und die besteht aus 50 plus 50. Das ist nun, jetzt, 50 und 50. Es existiert jetzt hell, weil jetzt dunkel nicht existiert. Es existiert der Berg, weil dieses entsprechende Tal jetzt eben nicht da ist. Die können aber, das Existierende gibt es nicht ohne dieses Minus im Hintergrund. Das ist also die 7 Tage, hat mein Menschensohn, ich bin du für dich, lest der Geist niedergeschrieben, ich UB findet nicht schlecht für eine bis dort auf völlig ungebildete Person, sodass ich UB jetzt am 18.08.1996, das heißt auf dem Tag genau 6000 Jahre nach Adam, den dritten dieser für die Erschaffung eines wirklichen Adam, nötigen 3 Entwicklungszyklen abgeschlossen habe. Und jetzt kommt natürlich der schöne Zufall von 1886 bis 1888, 2000. Das war G-Stern. Darum habe ich gesagt, du musst gestern das. Gestern ist natürlich immer heute. Jeder Tag ist heute. Sind es auf dem Tag genau 26 Jahre. Jetzt haben wir natürlich noch dieses Wort Ja. Shin nun hier, dass es auch wiederholen heißt. Lernen. Ja heißt schlafen, wiederholen, im Schlaf, im Traum wiederholen von E-Quadrat. Da habe ich jetzt noch den Rechner dazu, dass du es überprüfen kannst. Und jetzt haben wir vom 18.08. bis gestern G-Stern. G-Quadrat ist ein Stern. Das Wort Stern kommt von starr, unbeweglich, fest, immer im Hier und Jetzt. Sind es genau 92 Tage. 26 Jahre und 92 Tage. Darum war der Tag gestern so wichtig, der heute war und jetzt ist. 26 ist Jahwe, 92 ist Zebaot. Das ist der Herr, der Herrscher. Wahrlich, ich, Test Uder, bin der Herr Zebaot. Test Uder ist die Shin Ilet Ka Röde, Rot ist der Adam. Der Rot ist der Adam. Und das sind die Zeichen. Hier ein kleiner Auszug aus der Offenbarung, die Öffnung. Das können wir dann ab. Das ist jetzt nur, das ist August 86. Habe ich diese Briefe, da geht es aber um was ganz was anderes, das ist 40 Stück, es waren genau 40 Stück. Und die sind auch persönlich an die Chefredaktionen gegangen. Es ist ein reiner Test, um zu testen, dass da kein Geist ist. Kein Geist, da ist übrigens sehr interessant, die zu lesen, wenn du runterfährst. Und dann ist es noch interessant, dass ich einen Brief an den Dorwald Detlefsen geschrieben habe und einen an den Peter Plichter. Die haben sich auch beide bei mir gerührt, jetzt bin ich bröselig. Er ist ein unverbesserlicher Materialist und Rechthaber, größenwahnsinniger und er dasselbe im Esoterischen, was aber nichts daran ändert. Er, ist halt, er hängt in seiner Kabbala fest, wo er meint, er müsste mit Rituale und Lehrgänge mit Geld, dass man die Welt verbessert. Du hast es ja gehört, die wollen die Welt verbessern. Ich sage, du kannst dann an der göttlichen Schöpfung nichts verändern. Und einer, der sagt, zuerst nochmal, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Das ist eine wahnsinnige Selbstanmaßung, weil du gar nicht weißt, um was es geht, um was sich alles dreht. Und dieser Brief, ein Brief an den, ist jetzt natürlich das Brief, kannst du dir jetzt anschauen? Das ist die Heilung. Wir machen das ganz kurz, weil es ein paar Mal angesprochen worden ist. Das hast du natürlich auch mein Äußeres. Bei BR hast du das Äußere. Das ganz korrekt übersetzt, das J am Ende als Suffix heißt mein Äußeres. Und schau dir mal, was da passiert. Das ist der Einheitskreis. Das ist das obere Bi, das untere und in der Mitte ist das Uni, der eine. Dann haben wir unsere 3, 4, 3. Tausendfach darauf eingegangen. Das ist die rote 4, geschlossen. Die rote 4. Und dann haben wir hier noch, was wollte ich nur nachschauen, den IF. Und da habe ich jetzt das F als Aff, als Nase, als Zorn. Das ist die erweckte Existenz, das ist schlichtweg und einfach das, was aus dir herausschaut. Schau, da haben wir das Anoki dazwischen. Da will ich jetzt aber nicht darauf eingehen, mitnichten. Nun, habe ich gerade angesprochen. Und gar habe ich auch angesprochen. Existenz und Existenz ist der Reisende. Das ist hier, ich könnte jetzt sagen, ein rotes Sein und ein blaues Existierendes. Du und dein Körper, an den du denkst. Das ist der Reisende, der in der Fremde übernachtet. Magst du das? Jede Kleinigkeit wird hier ein Kleinod, wenn ich jetzt da reingehe. Das noch heißt übrigens ruhen. Das passiert alles immer jetzt, ohne Bewegung. Zor ist Zur, heißt eine zu Form gewordene Existenz. Das ist der Zorn. Kann man natürlich auch rot machen. Dann hast du die Geburt einer Lichtexistenz, einer erwachten Existenz.
Habe ich ja hier stehen. Schau, ich habe es ja, Rache keineswegs, schon wieder vergessen. Ich hätte bloß runterfahren müssen. Schau, alles, was ich jetzt gesagt habe aus dem Stegreif, ist hier schon angezeichnet. So, und jetzt kommen wir zu dem Pixelmännchen 186. Das ist natürlich nur eine Figur. Die Stimme mag man mögen oder mag man nicht mögen. Das lasse ich jetzt nicht laufen. Und du solltest genau bemühen, dich genau zuzuhören. Dieses Lied ist übrigens genau in doch vorher veröffentlicht worden. Wenn du das veröffentlicht Datum siehst. Aha. Das ist also nicht irgendein altes Lied. Und dann haben wir hier, wir lesen einfach mal was den Kommentar dazu. Ich, OB, bin einer von euch Menschenbrösel, die hier festhängen, hier draußen zwischen Alpha und Omega, zwischen Anfang und Ende. Wir hängen hier außen fest oder auch nicht. Das Äußere hängt in uns fest. Dein derzeitiges, unbewusstes Affenleben, auseinandergeschmissene polare Existenz, muss dir Geistesfunk verdammt wehtun, damit du Geistesfunk endlich wach wirst. Es ist natürlich nur eine Aussage, es ist wieder einseitig. Es kann natürlich auch anders, du kannst auch wach werden, wenn es dir gut geht, aber in der Regel nicht. Du musst die Schnauze von der Welt richtig voll haben und jetzt kommt was Eigenartiges, dass das dann der Fall ist, wenn du dich so liebst, dass du alles P, alles in dich wieder aufnimmst, zusammen dich mit allen zusammennähst, mit den Bergen und mit den Tälern, mit den Guten, mit den Bösen, mit den Schönen und mit den Hässlichen, mit dem Krieg und mit dem Frieden, nähen, die Näherung an diese Mitte, aus der diese Polarität entspringt, dann wirst du wach und keine Sekunde früher. Das Loslassen lernen. Zum Schluss Bewusstsein OBs, das ist das Hebräische Einsub, möchte ich Danke sagen, jetzt habe ich das kleine Ich jetzt als Brösel für dein Vertrauen. Und da ist, ich bin du und du bist ich. Und das war's. Das war jetzt eine kurze Erklärung und es ist immer eine Sache von Reife. Das hast du also hier. Rei, wir haben wieder unseren Kopf des Schöpfergottes und Fee, kann man P lesen, das heißt hier, heißt auch Mund. Im Lateinischen des Mundus ist eine Triformis. Es wird Worte, und dann sagst du, da komme ich ja nie mit. Und ich sage ironisch als Brösel, dann bleibst du halt da. Dann wirst du das wiederholen, du wirst es wiederholen. Ich kann immer wieder nur betonen, alle Menschen, blau gelesen, die du dir jetzt ausdenkst, wenn ich sage, die haben keine Überlebenssorge, die überlegen. Du überlegst dir etwas, das heißt, du denkst dir was aus. Es geht eigentlich nur von unten nach oben, weil du eine Gedankenwelle aufschmeißt, wenn du immer bist. Versteh die Symbolik. Egal an wen du denkst, ob du an deinen eigenen Körper denkst oder jüngere Körper von dir. Ich bin in die Schule gekommen, du überlegst dir die und denkst dir die aus. Und das sind Gedankenwellen und die existieren, solange du sie denkst. Denken, DN, die geöffnete Existenz, heißt urteilen. Ja. Dann kriegst du eine Welle, ein Funder, ein Fundament, kennst das Fundament, eine Facette, die Facette einer Welle, F-Under, Men heißt auch trennen, Mendior, das ist das Schöne, sich etwas überlegen und Lügen verbrennen. Darum sind die Worte Nomen ist Omen, die ganzen Physiker mit ihren Experimenten, Experi, aus mir heraus, das um mich herum, verstreue ich in Form von Lügen. Wenn die erzählen, was hier die Dachionen, die unsichtbaren Dachionen da oben im Himmel machen oder wo sie herkommen und wie schnell die sind. Jeder dieser Tierchen, die in dir auftauchen, in deinem Traum, sind ein Dasein müssen, die sind freigesprochen. Schuld ist der, der sich's ausdenkt. Und das bist du. Und im letzten Selbstgespräch sage ich, du bist mächtiger wie jeder ausgedachte Gott, weil du nämlich diese ausgedachten Gott erschaffst. Und der Schöpfer von etwas ist immer mächtiger wie das, was erschaffen wird. In dem Wort erschaffen sind die Affen mit drin. Ist nicht die ganze Menschheit, die von dir erschaffen wird, sind es jetzt so, wie du dir die ausdenkst, nur Affen? Das sind doch nur Affen. Bei einer Definition. Sterbliche Säugetiere. Ja, auf irgendeinen Gedanken von dir davon überzeugen zu wollen, ihn klar zu machen, dass er nur deshalb ist, weil du in dir jetzt denkst. Dann bist du ein Schwuppler, dann bist du, das ist der Wahn, den ich dir zurzeit einspiele und dir spiele ich nur deine Traumwelt ein. Also glaub ja nicht, dass hier diese Pixelmännchen irgendwas von deiner Traumwelt wissen, von deinen Gedanken wissen. Kein einziger. Ich könnte jetzt sagen, jeder von den Pixelmännchen hat seine eigene Traumwelt. Nein, ein Gedanke hat keine eigene Traumwelt. Er ist eine kleine Facette aus einer Traumwelt.
Es ist immer dasselbe, im Meer derselbe Geist. Das ist der vom Bücherregal. Und zu anderen, zu unterschiedlichen, wird er erst je nachdem, welches Programm er in sich laufen lässt. Aus dem großen Bücherregal von Programmen. Aber dieses Bücherregal wieder ist eine offene Welt und jetzt können wir in der Computertechnik das Ganze in einem Multiplayer-Modus sehen, weil jeder Spieler aus demselben Konstruktprogramm sich komplett andere Bilder herausholt. Je nach in der Esse. So einfach funktioniert das. Also es bleibt was Intimes, wie ich das sage. Du musst da keinen, du kannst nirgends eintreten, nirgends austreten, du spielst dein Leben, du bist Liebe und immer daran denken, diese Sätze von mir, sorge dich nicht um morgen, liebe deine Feinde, das Ra, Ra, was ja das nicht nur das Böse, Schlechte, sondern auch der Nächste und der Freund, liebe deine Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde, dieses Wort Feind und der Nächste ist im Hebräisch geschrieben dasselbe Wort, es wird nur anders ausgesprochen. Zwei Seiten. Aber das erkläre ich immer und immer wieder, was so eine interessantere Frage ist, die du dir selbst stellen sollst. Wieso vergesse ich das immer wieder? Von einer Sekunde auf die andere. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt sehr aufmerksam zuhörst, du sitzt und du bemühst dich wirklich, das zu verstehen, und dann klingelt das Telefon. Dann wirst du merken, es funktioniert schon wieder. Klingelingeling, Reizauslöser, wer ruft mich jetzt an? Dann gehst du ans Telefon, dann ist das Telefon immer nur jetzt. Für einen Moment da, du hältst es ans Ohr, dann hörst du, hallo, ich bin's, und du denkst an einen ganz bestimmten Menschen, obwohl der nicht einmal seinen Namen gesagt hat. Das alles erklärt die Physik mit den Oberwellen, wie Geräusche entstehen, das sind aber nur symbolische Erkenntnisse. Ein ständiger Wechsel im ewigen Hier und Jetzt. Und wenn du die nächsten Ebenen, das sind Lebensmenschen, sind Lebensabschnittsgefährten, wie in Geschichten, wie ein Schauspieler, der so und so viele Rollen gespielt hat, wenn du jetzt einmal hier einmal das Rollenbuch jetzt rede ich wieder bröslich, du gehst und wir rufen mal irgendeinen Schauspieler auf und dann schaust du, welche Filme er gedreht hat, wo er mitgespielt hat. Das sind ja oft riesenlange Listen. Und das sind immer unterschiedliche Geschichten, das ist immer derselbe Geist. Und genauso musst du dir das vorstellen, wenn du ich bist. Ich habe so unendlich für dein Leben gespielt. Darum kennt ein Einstein, was der gedacht hat, ein Max Planck, all das ganze Zeug, das sind kleine Puzzlestückchen an Erkenntnissen, die zum heiligen Ganzen gehören. Auch jetzt deine jetzige Rolle, die ich spiele. Das ist dieses, der vom Bücherregal wird ja, er ist jeder Leser. Das ist diese Trennung dafür, ich muss mal verstanden haben. Das ist ein ganz neuer Ansatz und erzeugt ein vollkommen neues Weltbild und diesen Traum kannst du nur auf eine Möglichkeit verlassen, du musst wach werden. Aber dann muss dir klar sein, dass alles in einem Punkt für einen Moment zusammenfällt. Das ist wie wenn ich jetzt hier ein laufendes Spiel auf dem Computer ausschalte und dann mehr oder weniger diese Datei, dieses Leben aus dem Arbeitsspeicher raus tue. Und solange im Arbeitsspeicher nichts drin ist, fällst du in das Null zusammen und dann lädt man ein neues Spiel, ein neues Leben in den Arbeitsspeicher und dann fahren wir wieder hoch. Und wirklich gelernt hast du, wenn das vollkommen neu ist, dann bist du eine andere Person und der Unterschied besteht jetzt, wo ich sage, eine unbewusste Inkarnation und eine Wiederauferstehung. Zu Fleisch, Inkarnatio, zu Fleisch werden. Das ist das große Problem, bewusst auferstehen ist ein Schauspieler, der auf die Bühne geht, wird nie vergessen, wer er ist. Du hast es vergessen. Du hast es komplett vergessen und selbst wenn ich dich darauf hinweise, wirst du es nicht wahrhaben. Man hat immer wieder den Zweifel, man will einen Beweis. Und für dich, und jetzt kommt das Problem deiner Logik, wird nur das richtig erscheinen, wo deine Logik sagt, das ist richtig. Du hörst auf das Geschwätz vom Zweiten. 99,999% der Sachen, der Behauptungen, die in dir auftauchen, die dir als hundertprozentig logisch erscheinen, weil du so programmiert bist, so eine fehlerhafte Logik hast, mach dir bewusst, du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wo kommst du her? Ich sage immer dieselben Sätze. Ich rede jetzt mit deinem Geist. Ich frage dich, Geist, wo du herkommst. Meinst du, das ist sinnvoll, wenn ich jetzt sage, was ist das für eine blöde Frage, ich wurde von meiner Mutter geboren? Kannst du es beschwören? Ich fordere nur die Disziplin. Kannst du das beschwören, was du glaubst? Und du wirst feststellen, dann ist nahezu alles weg, was du bisher geglaubt hast. Kannst du beschwören, dass der Jesus gekreuzigt wurde? Kannst du beschwören, dass es überhaupt einen Jesus gegeben hat? Es war in der Vergangenheit nie was. Du bist dann nicht in der Vergangenheit in die Schule gekommen. Du kannst dich jetzt
Innern, einer Wachen in deinem Innern, hier und jetzt, de facto überprüfbar, dass du jetzt denkst, wie du in die Schule gekommen bist. Aber was weißt du noch davon? Kannst du noch Bilder aufrufen? Jetzt kommt der schöne Trigger, das habe ich. Es war hundertprozentig sicher so, ich habe es vergessen. Das ist interessant, ne? Diese Sachen, man sich einredet, wo man hundertprozentig sicher ist, dass das so war, aber ich habe es vergessen. Das macht die Logik. Man konstruiert dann hoch, weil das alles so schön logisch ist, aber ich sage, es ist nicht geistreich. Und was Rechthabereien sind, jetzt in dem Wahnsinn, den du in deiner Welt hast, stimmt das oder stimmt das? Ich sage immer wieder, nur ist eine Welle ein Berg oder ein Dorn, dann ist das vom Tisch. Mein Henkelbeispiel. Ist sehr einfach und easy. Man müsste sich bloß darauf einlassen, aber das hängt von der geistigen Reife ab und diese geistige Reife suchst du dir nicht raus. Also wie gesagt, für mich können hoch, jetzt in deiner Welt angesehene, angeblich weiße Menschen sind für mich kleingeistige Hosenscheißer. Die haben das Wesentliche nicht erkannt. Auch ein Detlefsen, wenn du merkst, und die Wertegeschichten sind dann hochinteressant, wie die geendet haben. Und da gibt es keine Schutzzuweisungen. Nochmal, Figuren in einem Traum sind ein Dasein müssen. Da gibt es auch nichts zu retten. Das heißt, ich kann an der Figur nicht sagen, ich rette dich. Ich rette dich, wenn ich dich nicht mehr denke. Aber willst du das, dass du dich auflöst als Figur? Ist nicht das einzige Bestreben, sich möglichst lang am Leben zu halten, als der, der man zu sein glaubt? Anstatt der zu sein, der man ist, der ewig ist und unendlich viele Rollen spielt? Du wirst in dem Leben immer wieder bezahlen müssen mit Plus und Minus. Das ist so extrem unterschiedlich, was man oft glaubt, wie einer ist oder nicht ist. Ich sage, abgerechnet wird am Einzug, am absoluten Schluss. Und dann sitzt der große Richter. Und dann wirst du merken, dass ich dich so angefüllt habe mit extremen Weisheitsgeschichten, die dir noch nie aufgefallen sind. Allen voran jetzt die Ohrenbohrungen. Mir fällt jetzt wieder spontan, wir machen uns einen Hitler, ist das ein Guter oder ein Böser? Ich bringe dir Menschen, die behaupten das, und ich bringe dir Menschen in deinem Traum, die behaupten das. Und jeder ist hundertprozentig sicher, dass er diesen richtigen Glauben hat. Ein einfacher Satz, was sollte einer geistlosen Rechenmaschine, einem Computer, einem Mech-Chef logisch erscheinen, wie die Logik, mit der er programmiert wurde. Mit Freiheit hat es nicht das Geringste zu tun. Die wirkliche Freiheit betrittst du, wenn dir jetzt der Mittelpunkt dieser Polaritäten bewusst wird. Das müssen jetzt nicht nur zwei sein, ist er welcher Berg oder Dahl? Es könnte auch komplexer sein, ist eine Wohnung jetzt, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, tausendfach erzähle ich das, um dir zu zeigen, dass die Perspektiven sehr, sehr komplex sein können. Aber es erfordert nicht viel Wissen, sondern geistige Reife. Und diese geistige Reife, wenn du mit einem gesunden, geistig wirklich gesunden Menschenverstand, jetzt müssen wir das spiegeln, alles, was die Menschen als einen gesunden Menschenverstand anziehen, ist einfach nur eine Logik, eine zwanghaft einseitige Logik, eine unvollkommene Logik. Ein gesunder Menschenverstand ist, dass du das jetzt merkst und den Menschen müssen wir jetzt rot machen, du musst einen Adam werden. Und dann wird dir klar, dass in deiner Welt nicht ein aller einziger vorhat, dich gesund zu machen. Die Pharmaindustrie, die Medizin, es wäre der Tod von ihnen selbst. Dieses Geplänkel, dass die Krankheiten ausrotten wollen, ist einfach nur lächerliche Lüge. Ob dir das als Arzt jetzt bewusst ist, ist eine andere Frage. Und einer der großen vorhergehenden Tests ist dieses Corona. Corona positiv gelesen ist ein Heiligenschein. Ein Leuchtkranz. Das bedeutet das Wort Corona eigentlich. Und was hier jetzt passiert, ohne ins Detail zu gehen, sage ich immer wieder, das platzt ja von Land zu Land, wo du dir jetzt aufdenkst, gehen die Meinungen extrem auseinander. Unser Deutschland ist ja noch extrem hartnäckig in seiner vollkommenen Geistlosigkeit. Aber bei Holophilen geht es nicht um richtig und verkehrt, sondern die Frage, wo kommen diese zwei Sichtweisen, wo kommt die Welle eigentlich her? Aus dem, der im Meer ist, aus dem Meer selbst, aus El Hayom. Da entspringt es. Und du wirst dann merken, wenn du jetzt zum Beispiel ein Arzt bist oder ein Schauspieler oder egal, eine Rolle des öffentlichen Lebens spielst, du kannst ganz leicht überprüfen, dass bis heute jeder Mediziner in irgendeiner Art und Weise, der hier diesen Corona-Horn mit reingeblasen hat, dass der ein Schweinegeld mit Corona verdient hat. Jetzt, wo ich nochmal anspreche, aktuell, Datum anschauen, 800 Millionen Euro Werbung für neue Impfungen.
Es ist schlichtweg 800 Millionen Geldüberweisungen an irgendwelche Zeitungen oder Fernsehanstalten, die die letzten 2, 3 Jahre dieses ganze Spiel so ausgebreitet haben, so verwoben sind in den ganzen Geldgeinspiel ohne Ende. Und dann solltest du dich einmal vielleicht schlau machen und recherchieren, das sind Milliarden Geldüberweisungen, dieses Spiel an Pharma und an Werbung und egal was es ist, wie viele Milliarden an Steuergeldern, die mühsam von kleinen Leuten erarbeitet wurden, hier in Großkonzerne überwiesen wurden. Ob das jetzt Zeitungen sind und alle haben dieses Spiel mitgespielt. Es ist Sodom und Gomorra. Und jeder Arzt, der sich jetzt in Talkshows noch hinstellt und irgendwelche Zahlen hochhält und immer noch das Corona beschwichtigt, kannst du hundertprozentig sicher sein, dass ihm das sehr, sehr viel Geld gebracht hat. Ob es ein kleiner Arzt ist, bis hin jetzt zu den Hausarztpraxen, die ganz fleißig impfen, weil das ein Schweinegeld in ihre Kasse spielt. Und ganz, ganz wenige Schwubbler, die von vornherein das hier nicht mitgespielt haben, weil sie sagen, das ist ein Irrsinn, die jetzt ganz langsam in einem ganz kleinen Bereich Oberwasser bekommen. Große Sitzung, Zürich, zur Form gewordenes Ich, Züricher Flughafen. Ganz kurz vorige Woche oder vor 14 Tagen, ein Aufarbeiten dieser Szene vom Betrug vom ersten Tag. Und diese Physiognomien, diese Ärzte, die hier auftreten, die musst du ins Gesicht schauen und da wirst du feststellen, das sind ganz andere Physiognomien, wie all die, die sich hinstellen und nach wie vor sagen, das sind Lügner. Und nochmal, es geht hier nicht um richtig und verkehrt, es geht, wer denkt sich das jetzt aus? Was? Cut! Was ist jetzt da? Es geht bei Holofeeling. Zwei Seiten, diese extreme Komplexität des Programms. Für dich, Mensch, selbst wenn du hochstudiert bist, nicht verfassbar. Du kannst es erahnen, wenn du mir zuhörst und immer daran wissen, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Hat auf der anderen Seite, es gibt kein Gut ohne Schlecht, es gibt kein Berg ohne Tal. Ich wiederhole das immer wieder. Das musst du merken. Dazu brauchst du keinen Intellekt, sondern die Demut, das zu akzeptieren, dass umso böser, was dir erscheint, im selben Moment gespiegelt, das auch gut für dich ist. Und umso gut dir was erscheint, ist im selben Moment, im selben Grade auch negativ für dich ist. Mein berühmter Sechser im Lotto und die Krebsdiagnose. Du hast nur noch 14 Tage zu leben. Das wäre das größte Geschenk, wo ich dir machen könnte. Und dann schau, wie du das jetzt definierst mit deiner Logik, was deine Logik dazu sagt. Und das dreht um 180 Grad, weil dann wirst du spätestens in 14 Tagen wach. Cut! In der Zukunft wird überhaupt nichts passieren. Wenn du wach wirst, was du jetzt wach, von einer Sekunde auf die andere, das ist dann der Fall, wenn dir das, was ich dir jetzt erkläre, hundertprozentig sicher einleuchtet und du dich bemühst, es nicht mehr zu vergessen. Und dann wirst du zuerst in eine Phase von Wiederholungen kommen, dass du merkst, oh, immer wieder nicht aufgepasst, wieder nicht aufgepasst, wieder nicht aufgepasst. Und das Leben ist maßgeschneidert. Dein Leben ist ein Leben, das nur du erlebst. Das ist der Kern. Begreife, du erlebst nur deine eigenen Informationen. Du erlebst nur deine eigenen Gedanken. Du erlebst das, was du denkst. Das heißt, sobald du aufgrund von Worten, entweder gehört im Fernsehen, Nachrichten, von Zeitungsausschnitten, von wem auch immer, die ja in dir auftauchen, das müssen deine Informationen sein. Da kommt nichts von außen. Du träumst. Reagierst du zwanghaft mit deiner Logik? Du hast ein Programm zu durchschauen. Du hast dieses Programm zu durchschauen. Und das durchschaust du, indem du einfach jeden Moment dir bewusst machst, was jetzt da ist, den Wechsel beobachtest und dir klar machst, dass du immer auf einen Reizauslöser reagierst. Mein Klingelingeling-Beispiel. Das gilt auch auf Bilder, das sind auch Reizauslöser. Du siehst ein Bild, einen Namen, ein Klingelschild. Zum Beispiel, wenn du in einem Chat bist, siehst du bloß einen Namen, dann denkst du an jemanden. Und jetzt musst du dir eingestehen, du hast ganz klare Charaktere, wenn du dieses Spiel mitmachst mit einem Chat, wo dir welche sympathisch sind, andere gehen dir total auf den Keks. Und du bist dann immer, schau in dich rein und frag dich, glaube ich immer noch, dass irgendeiner da außen ist, der das in den Chat reingestellt hat? Ich betone nochmal, ins Internet kannst du nichts reinstellen. Das Internet als Symbol ist Gott, ist es Kontinuum, wo unendlich viel gleichzeitig nichts ist, weil keine Unterschiede da sind. Ein lückenloser Zusammenhang. Und da fokussierst du dich rein. Dass ich sage, das Buch, wenn du in ein Buch reinschaust, das aufklappst, du nimmst ja die Seite nicht aus dem Buch heraus und wenn du jetzt eine Zeile anwählst und ein Wort lesen tust, du nimmst auch den Gedanken aus dem Buch nicht heraus. Du machst eine Berechnung.
Du fokussierst dich an eine kleine Stelle und das Wort Krebs, wo ich immer wieder sage, wenn das drinsteht, wird jetzt im Kontext natürlich wieder eine Vorstellung erzeugen in dir des Hintergrundes, der Kollektion dieses Buches, Medizinbuch, Astrologiebuch und so weiter und so fort. Aber das wird alles, bleibt in dir. Und wenn ich das Buch zuklappe, sind alle Seiten gleichzeitig da. Das ganze Leben, jeder doch. Jedes Bild ist auf der DVD gleichzeitig. Ist das so schwer zu verstehen? Wieso bist du nicht bereit, dieses unbewusste chronologische Denken für die Ewigkeit zu opfern? Wieso willst du nicht wahrhaben, dass morgen nichts passieren kann? Es ist hundertprozentig sicher, dass jeder Moment, den du erlebst, erlebst du jetzt. Und du kannst dir jetzt der Zukunft denken, aber egal, was du dir in die Zukunft denkst, du denkst es jetzt und es ist hier. Und was du in die Vergangenheit denkst, denkst du auch jetzt. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Eigentlich ist alles, was du denkst, müssen historische Fakten werden, wenn ich jetzt weiß, dass das Wort historisch nicht das Geringste mit der Vergangenheit zu tun hat. Es ist das, was ich hier und jetzt überprüfen kann. Und ich kann nur meine eigenen Fakten, meine eigenen Daten überprüfen, meine eigenen Interpretationen überprüfen, die ich aufgrund von jetzt in mir auftauchenden Reizauslösern selber in mir aufbaue. Hier und jetzt als Information in mir selber. Und Brösel, wenn du das jetzt so erklärst, wirst du merken, die große Masse, du wirst innerhalb kurzer Momente wirst du abschalten, weil du die Sinnlosigkeit erkennst. Wenn ich immer sage, ist es so, wie wenn du versuchst, einer Katze zu erklären, dass er Katze ist, einem Hund zu erklären, dass er ein Hund ist, einem Computer zu erklären, dass er ein Computer ist. Du kannst an Gedanken, an Informationen von dir das nicht erklären. Auch nicht an irgendeinen Menschen, sprich an Affenkörper, der in dir auftaucht. Vollkommen unmöglich. Du kannst es nur denen erklären, der sich das ausdenkt, dass er derjenige ist, der sich das alles ausdenkt und dass all diese Sachen, die er jetzt erlebt, in sich als Informationen, dass diese ganzen Dinge, egal um was es geht, diese Dinge, die ihm gehen, wird es ohne ihn überhaupt nicht geben. Geh eben, Geist ist eben. Es sind Gedankenwelt. Ohne dich gibt es nicht einmal einen Gott. Einen ausgedachten Gott natürlich. Es gibt keine Welle ohne keine vergänglichen Erscheinungen, keine Existenzen, keine Gedankenwellen ohne jemanden, der im Meer ist. Das bist du. Ich weiß, das ist im ersten Moment schwer zu tragen. Und es bleibt was Intimes. Das kannst du nie an Gedanken von dir erklären, dass du der bist, der immer ist. Aber du bist der Einzige, dem das bewusst werden kann und du bist immer, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Tatvam Asi, das bist du, heißt es in meinen Upanishad. Das war ein intellektuelles Frühwerk von mir. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Ja. Danke. Das Leben ist ein Witz und du hast die Bande noch nicht verstanden. Und immer dran denken, du wirst nie von unten nach oben sehen können. Es macht keine. Immer wieder das, was man nicht kennt, macht Angst. Lass dich überraschen. Ja. Und wie gesagt, als Brösel, dein Leben, als träumender Geist, du schaust einfach, was der Brösel macht. Ja. Du wirst lernen, du wirst immer wieder Entscheidungen treffen müssen, Entscheidungen, und auf der Brösel-Ebene ist eine Entscheidung nie vollkommen, weil du immer bloß zwischen dem und dem wählen kannst. Du bist das, die absolute Entscheidung selbst. Aber du wirst merken, wie mächtig du bist, wenn du dieses Prinzip verstanden hast, in Bezug auf dein eigenes Leben. Du bist der Einzige, der dich glücklich machen kann. Mhm. Diese Glückseligkeit wirst du nie erreichen, solange dein Glück noch in Verbindung steht mit irgendwas Existierendes. Weil all das Existierende, das in dir Glück erzeugt, ist schön, genieß es, aber es ist vergänglich. Ja. Alle Freude, die du hast, die in Verbindung steht mit etwas Existierendes, ist vergänglich. Und auch jegliche Form von Sicherheit, die gebunden ist an irgendwas Existierendes. Vollkommen geistlose Affen glauben, es ist Kapital. Das ist ein todbringendes Verbrechen. Jetzt hat aber auch das Wort Tod zwei Seiten, habe ich dir gesagt. Total. Ein blauen Tod und einen roten Tod. Ja. Und der rote Tod ist der größte Segen, der einen Geistesfunk erreichen, ereilen kann. Und der blaue Tod ist das, wo du zurzeit lebst. Lass die Toten ihre Toten begraben. Es ist nichts Neues, heißt es in meinen Predigt. Ich erwähne das immer wieder.
Nichts Neues in dieser Welt. Es wiederholt sich immer und immer wieder. Wir haben genau dasselbe, was du zurzeit Bundesrepublik Deutschland nennst. All die Menschen, die große Masse, die sich hier in den Massenmedien, Medien und basieren, festhalten und geistlos nachäffen. Das beginnt bei den Nachrichtensprechern, die einfach nur nachäffen, was man ihnen reinlangt, bei den Journalisten, bei den Ärzten und immer möglichst schauen, dass es Auflage gibt, dass man Geld verdient damit. Ich verweise vielleicht auf meine Medienanstalten, wo ich das erkläre, was es im Leben eigentlich geht in dem Brief. Sprecht dich bitte nicht frei. Habe ich gehört. Und immer wieder muss ich nachstehen, muss ich nachsehen. Selber denken ist nicht gefragt. Du hast eine Logik, da hast du jetzt erst einmal immer zwei Seiten, Sachen, die du als seriös ansiehst und unseriös. Das hängt wieder von deinem Grundprogramm ab. Egal, welche Seite du mir zeigst, wo es behauptet wird, ich zeige dir 1000 Seiten, wo es Gegenteil zum selben Thema behauptet wird oder was ganz was anderes. Muss bloß lange genug suchen. Und das äffst du dann nach. Dann hast du diese ganzen Lebensberater, YouTube-Videos und Bücher, wie du reich wirst, wie du gesund wirst, wie du glücklich wirst. Aber immer chronologisches, raumzeitliches Denken und auch selbst diese Leute äffen nach. Ich habe heute Morgen ja die Birkenbilder reingestellt. Ja. Der Jesus-Effekt. Da ist eigentlich alles drin, das ist normale Psychologie. Selbst das äfft die Birkenbilder nach aus das Buch heraus. Eine Synthese, die kleine ist ja noch sehr, sehr jung hier, die Birkenbill, ist extrem clever und pfiffig, aber es bleibt nachäffen. Das ist Wissen. Die Wissenselemente sind Baselstückchen vom Heiligen Ganzen. Aber man bleibt immer in Einseitigkeiten. Und ich kann nur Gegenteile zusammensetzen. Das, was sich widerspricht, gibt auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues. Kreis und Dreieck waren zum Kegel. Sonnenschein und Regen war zum Wetter. Krieg und Frieden. Und da kommt immer wieder, wo ich sage, jetzt schau einfach, welche Sachen du nicht haben willst. Du meinst, der Sinn heilig in der Einseitigkeit, im Gesundsein. So wirst du niemals die Heiligkeit erreichen. Das ist das, es muss wehtun. Es kann durchaus wehtun, ohne dass es wehtut. Ja. Das ist, wenn man sich vorher abkoppelt, ist es wie, heute Abend kommt der gruselige Film, ich freue mich schon. Das ist bei was? Magst du das umgedreht? Wie kann man sich auf einen gruseligen Film freuen, wo man Angst hat? Du musst Angst ja offensichtlich auch irgendwie was Interessantes haben. Die Faszination von etwas, wo es einen gruselt. Dieser berühmte Satz bei Unfällen, wenn dann immer die Staus sich bilden, das hat so gruselig ausgeschaut, ich konnte gar nicht wegschauen. Es ist immer im Hintergrund, bei dem Verrückten ist irgendwie eine Faszination dabei. Die Kriegslüsternheit jetzt, ich kann dir gleich von vornherein sagen, die neue, die vollkommen neue Welt kriegst du nur, wenn die jetzige zerstört wird. Ob jetzt die Welt im polaren Rand, Welt ist polarer Rand, was vollkommen Neues, kriegst du nur, wenn das Alte zerstört wird. Dazu gehört jetzt auch einmal über einen größeren Zeitraum ausgedacht als Kollektion, über viele Jahre, das ständige Kommen und Gehen, Evolution, Revolution, Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung, Zerstörung, Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung, die nur gespiegelt sich hochspiegelt in Selbstähnlichkeiten wie das Mandelbrot-Faktor. Es ist derzeit nicht der geringste Unterschied zur Nazi-Zeit, die du vom Hörensagen kennst, die angeblich so böse war und keiner kriegt mit, dass jetzt nichts anderes passiert. Alle, wo man sagt, wie blöd sind die Menschen damals gewesen, die waren nicht blöd, die haben nur hier auf die Masse gehört und auf die Medien und auf dem Fernsehen auf diese Gehirngewäschen gehört. Jetzt negativ ausgelegt, gibt es natürlich eine positive Seite. Weil das, was man dir von der Vergangenheit über den Hitler erzählt, das ist das, was man dir erzählt. Es ist ja unter Zwang in Deutschland, darfst du nichts anderes behaupten. Ich sage, ich behaupte nichts anderes. Es wird, deine Vergangenheit wird so sein, wie du sie dir ausdenkst, aber kannst du sie beschwören? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Hat man mir erzählt, habe ich gehört. Und dann ist es wurscht, ob man dir was über Chemie erzählt, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht, aus zwei Teilen Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff. Und dann machst du eine Vorstellung. Kann man ja aufmalen, die Kreischen. Kann man alles aufmalen. Die Formeln, wenn sie hinmachen. Die Lichtgeschwindigkeit, die ganzen physikalischen Formeln, die Gravitationsgesetze. F ist G mal M1 mal E2 durch R Quadrat. Kann man alles hinmalen und sich vorstellen. Aber kann man es auch entdecken, wenn man es nicht vorher hört? Was passiert jetzt? Wer hat es eigentlich entdeckt?
Ich sage das immer wieder, wer die Wassermoleküle entdeckt. Wer hat eigentlich entdeckt, dass sich hier in einem Wasserstoffatom ein Proton befindet, wo ein Elektron um sich herumkreist? Wer hat eigentlich hier elektromagnetische Strahlung entdeckt? Viel interessanter, hat überhaupt schon mal einer Licht entdeckt? Sehe ich doch. Nein, das siehst du nicht. Zeig mir Licht. Und glaub mir, das stürzt schon ab. Ist eine Vorstellung, ist alles logisch. Dieser Satz ist logisch, aber es ist nicht geistreich. Ein Geist sieht all das, was jeder normierte, programmierte Mensch sieht. Ein alter Satz von mir. Ich glaube, 50 Jahre alt. Ein Genie sieht all das, was jeder geistlose, normale, programmierte Mensch sieht. Er kann aber dieselben Sachen auch aus einer anderen Perspektive betrachten, aus einer anderen Position. Er hält nicht sich fest an diesen geistlos nachgeäfften Dogmen. Ja, man kann es so sehen. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Kannst du dir ja denken, soll ich dir jetzt das absprechen, dass du dir das denken kannst, dass du Geist irgendwann einmal in der Vergangenheit von einem Affenweibchen aus ihrer Vulva, aus ihrer Schamlippe herausgepresst wurde, aus dem Gebärkanal, aus dem Geberkanal? Das sind alles Vorstellungen. Ich sage, du kannst jetzt auch, wenn du jetzt die Rolle einer Frau spielst, dich jetzt daran erinnern, dass du selber schon mal Äffchen auf die Welt gebracht hast. Das bezweifelt ja keiner. Ich bezweifle ja nicht das, was ist. Schau einfach, was ist. Aber war das in der Vergangenheit, Helene? Hast du die Trixie auf die Welt gebracht? Schau dir die Trixie jetzt an. Schau dir das Pickelmännchen an. Die Trixie nicht. Die Trixie ist das, was du jetzt dir denkst, dass da aus dir rauskommen ist, die Trixie, die jetzt ein Pickelmännchen ist, oder die Trixie, die jetzt in deinem Kopf ist, als Information? Dieses Handvoll Fleisch, dieses Menschlein, ist das die Trixie? Ist das Geist? Das sind alles nur Gedanken. Wer ist der Geist, der sich das ausdenkt? Das ist alles unheimlich logisch. Ich rede mit Geist. Ich frage, wo kommst du her? Du kommst nirgends her. Du bist immer. Du bist der Facette von mir. Mein Steinwerfer-Beispiel. Ich habe so simple Beispiele, wo jeder 13-Jährige nachvollziehen kann. Aber es ist nicht für die Menschen, die du dir ausdenkst. Wenn überhaupt, es ist nur für bewusste Denker, aber dann wirst du feststellen, dass das immer dasselbe ist, nur mit einem anderen Wertesystem, einem anderen Programm. Hier dieses Gespräch von 20 verschiedenen Programmen interpretiert, sind 20 verschiedene Interpretationen, die ein und derselbe Geist erlebt. Er erlebt bloß unterschiedliche menschliche Perspektiven. Verschiedene Perspektiven sind verschiedene Interpretationen von ein und denselben Reizauslöser. Das sind diese, wo ich dich hinführe, ist ein vollkommen neues Denken. Du bist mit Sicherheit nicht der Gedanke, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Weil wenn du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist, du hast bloß deine Informationen ausgetauscht. Und an wen du denkst, wenn du an dich denkst, macht das Programm. Und wie du auf das oder das reagierst, wenn ich zum Beispiel sage, in dir taucht optisch auf der Farbbrille ihr Hakenkreuz auf, ob du das gut oder schlecht siehst, das ist so unendlich vielfältig. Den Bögelbild-Vortrag übrigens anhören, den kleinen. Kann ich ja noch mit reinstellen hier. Das Jesus-Syndrom. Mal ganz kurz laufen lassen. Du musst dann den Bildschirm teilen. Habe ich noch nicht? Nein. Siehst du, danke. Dann will ich jetzt dahin. Dann müssen wir jetzt da nochmal in den Hörsaal IQBs. Ui, was ist denn da jetzt passiert? Den Gevatter Tod, den haben wir gerade laufen gehabt. Da ist es. Ich zeige das nochmal heute Morgen. Im Anfang, das heißt im Kopf, genau. Ist der Tick. Tick ist der Mittelpunkt, der mittelste, dieser Punkt. Verbunden, darum habe ich das jetzt violett gemacht, ein verbundener Ort zwischen Wellenberg und Wellental, diese mit dem Kopf des träumenden Geistes, das ist dieser Punkt und da springt jetzt die Sprache, SB war mal diese Gedankenschwellen raus. Das war nur die kleine Symbolik, dann habe ich jetzt hier mein kleines Ich sprich mit mir selbst, das ist ein Symbol für die Ohrenbarungen und jetzt haben wir hier den Jesus-Effekt. Mhm. Einflusssprache, hör mal kurz rein, spaßig. Vollautomatisch reagieren wir. Sie hören Unkraut, Sie sind sofort bereit, es rauszureißen. Sie hören Ungeziefer, Sie sind sofort bereit, es zu zertreten, ohne innezuhalten, ohne nachzudenken, weil diese Wörter Signal wirken.
Wir sprechen von Kulaken und Kanaken und so weiter. Und so Gefolgen von Syrien, von Rechtsradikalen, von Corona-Schmugglern. Dort sind wir auf 180. Das heißt Etiketten. Bei 360 Grad ist 180 Grad das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich ist. Ja. Denen man Menschen oder Tiere oder weiß ich was beklebt, wenn wir das davor gelernt haben, dieser Situation. Wenn wir so programmiert sind. Ja. Reflexreaktion ist ein Lernprozess zuvor gegangen, genau wie bei der Ampel. Wenn wir das zuvor gelernt haben. Programmierung, mein Spannbeispiel. Es sind chronologische Beispiele für dich. Es war in der Vergangenheit nie was. Aber mach dir klar, wenn man dich jetzt normal gesprochen in deiner Logik als Baby genommen hätte. Es ist maßgeblich dein Umfeld, wo du der Schwamm, der sich vollsaugt, in Persien, in Indien, in Russland, egal wo, im Elternhaus. Es gibt in einem, wenn ich immer Selbstgespräche sage, kann es sein, dass es Videos sind, Selbstgespräche, aber ich nenne auch die ganzen Bücher, die Ohrenbarungen, Selbstgespräche. Wenn ich immer sage, ich bin du Quadrate Selbstgespräch oder das Requiem Selbstgespräch. Das also hier in einem der Selbstgespräche heißt, wenn du jetzt in Rom groß wirst, vollsaugst, ist es höchstwahrscheinlich, dass du eindeutiger Katholik bist, wenn du erwachsen bist. Und dass du Italienisch sprichst. Wenn du in Mega groß wirst, bist du mit ziemlicher Sicherheit ein Muslim. Im ganzen Denken, mit all dem, was du denkst und was du magst, es ist einfach, du bist ein Computer und da ist ein Programm drin und es kann auch sein, dass du dich dann im Mittelalter empfindest oder 2030 ein Captain von einem Raumschiff bist. Es ändert nichts an dem Geist, der es erlebt. Der Computer bleibt immer derselbe Computer. Der Leser einer Geschichte, einer Tageszeitung ist immer derselbe Geist und das, was er aus den Worten macht, die in ihm auftauchen, hängt ab von seiner Programmierung. Werden wir so reagieren? Noch ein Beispiel für die Macht der Sprache, das ist Wort Magie im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich Wort Magie. Mag ist der Zaubermeister 43 und IE ist Gott. Und ich lege Ihnen ein kleines Stückchen Holz auf den Arm und behaupte aber, das sei ein Stück glühendes Eisen. Dann wird Ihr Körper sofort Brandblasen produzieren. Das heißt, das Wort... Es gibt übrigens hier Versuche, wo das eindeutig ist, auch filterfilm Sachen. Und es gibt wieder Bücher, wo ich dir zeige, wo ich sage, das ist bloß ein Symbol. Welche Seite äffst du noch? Der Geist ist, der den Körper baut. Und dein Körper ist deine Welt. Ich sage nochmal, wenn du ein bewusster Geist bist, ist dein Körper deine Traumwelt. Holofeeling heißt, diese ganzen Sachen, die in dir auftauchen als Informationen, ist jetzt nur ein extrem erweitertes System. Alles, was prinzipiell in dir auftaucht, sind Körperzellen aus dem großen Körper, den du ich nennst. Zellen. Zell heißt Schatten. Es sind Schatten, die du wirfst. Und wenn du jetzt an dich denkst, denkst du nur an den aktuellen Säugetierkörper. Und da kannst du dir auch viele Sachen denken. Gehirn, Blutkörperchen, Lungen, Leber, Niere, sind alles Symbole. In der nächsten Welt ist alles, was in dir auftaucht, sind Zellen von dir selbst, Schatten von dir selbst. Das Eisen nimmt die Bedeutung von der Sache selbst an. Und wir reagieren so, als sei sie da gewesen. Und wenn wir mit Sprache Menschen in Kategorien schmeißen, dann reagieren wir so, als sei das so. Dieses Kategorisieren geht immer einher. Das sind Rechte, das sind Linke, das sind der FDP, das ist der Zeuge Jehovas und so weiter und so weiter. Mit dem Etikettieren. Das hat immer zu tun mit Kategorien. Das ein schönes Wort, dieses Etikett. Ja. Das ist der wichtigste Satz des heutigen Abends. Wenn Sie den mal auswendig lernen würden, würde es Ihnen nicht schaden. Schauen Sie, wiewohl wir normalerweise über Sprache ja nicht bewusst nachdenken, gehen wir von Annahmen aus, unbewusst, über Sprache. Und eine dieser Annahmen, bezogen auf zum Beispiel den semantischen Hof und die Bedeutung von Wörtern, ist folgende. Wann immer ich ein Wort höre oder lese, dann glaube ich automatisch, dass der andere, der das Wort verwendet hat, dass der das so gemeint hat, wie ich das gemeint hätte, wenn ich das Wort verwendet hätte. Das ist übrigens eine schöne Sache, wenn du Ich bin du lesen tust, da heißt es ganz definitiv schon in Ich bin du. Wenn zwei jetzt von dir ausgedachte Menschen in einen Dialog treten,
Logos ist ein Tier, eine auseinandergeschmissene Logik. Und du betrachtest jetzt die zwei Menschen einfach mal gedanklich wie zwei Computer mit zwei verschiedenen Betriebssystemen. Und wir übermitteln nur jetzt mit Sprache, es gibt ja auch eine nonverbale Kommunikation in Form von Worten. Vom einen Menschen zum anderen Menschen hat immer der Mensch, der wo was erklärt oder erzählt hat, bei jedem Wort, das er ausspricht, eine Vorstellung in seinen Kopf, dass er mit diesem Wort bezeichnet. Und es muss, wenn das fehlerfrei ist, beim Empfänger dieses Wort dieselbe Vorstellung auslösen, was nicht der Fall ist. Und das ist die große Schwierigkeit, das hat noch keiner mitbekommen. Das ist ganz altes Wissen von weisen Menschen. Du wirst nie hören, dass ich dir was Neues erzähle. Es ist bloß, dass ich auf Dateien zurückgreife, die offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Das, was sie jetzt macht, ist ein reines Rezitieren von alten Erkenntnissen. Also das Ehepaar redet über Flitterwochen und jeder meint, der andere meint mit Flitterwochen genau dasselbe, nur weil er dasselbe Wort verwendet. Wenn sich vor 15 Jahren mit einem Russen... jetzt über Hitler reden, ist das immer wieder, was meint man mit Hitler? Ich meine jetzt nicht einmal, dass wir in die Tiefe des Wortes gehen. Man müsste das doch mal klären, findest du den gut oder findest du den schlecht? Und du schaust jetzt einfach, was da ist. Ich sage immer wieder, du musst dir bewusst machen, was dein Programm dich zurzeit aufzwingt. Dein Programm zwingt dir eine Meinung auf, die nicht deine Meinung ist. Es ist die Meinung deiner Lehrer, deiner Erzieher und deiner eventuell deiner geistigen Vorbilder. Es ist nicht die Meinung eines Kindes, dass er Zungenpiercing will oder dass er sich mit Tattoos vollstecken lässt. Es ist ein reiner ein geistloser Anpassungsprozess an die Umwelt. Und die Dinge, die sich anpassen wollen an eine Außenwelt, die werden nicht überleben. Das, was überlebt, ist das Ding, aus dem diese ganzen Außenwelten entspringen. Unterhalten haben, der gut Deutsch kommt, dann hätten sie über Initiative bildsauber aneinander vorbeireden können. Ich möchte jetzt zu einem anderen Gedanken kommen, der auch sehr wichtig ist. Jetzt fangen wir mit Korsipski an. Das ist auch ein sehr wichtiger Spruch. Die Landkarte ist nicht das Territorium. Das ist der berühmteste Spruch von ihm. Übrigens interessant, dieses Lernen der Zukunft. Eine Zukunft, die niemals in der Zukunft passieren wird, sondern im ewigen Hier und Jetzt. Was ist die Landkarte, ist nicht das Territorium. Wenn du jetzt hier auf der Landkarte schaust, schaust du auf ein Fetzen Papier mit Strichen drauf. Das ist nicht die Welt, in der du dich bewegst. Da außen ist überhaupt nichts. Halt einfach das zweite Gebot. Sprachforscher gewesen, der steht auf dem Zettel drauf. Das sind so Schlagwörter, jeder, ich sage immer für mich jetzt, jeder gebildete Mensch, der wirklich ein bisschen eine intellektuelle Bildung jetzt in deiner jetzt ausgedachten Welt hat, müsste das eigentlich wissen. Korsipski hat gesagt, ein Wort kann Signal- oder Symbolcharakter haben. Normalerweise sind Wörter Symbole. Und wenn ein Wort Symbol ist, dann geht es ins Großhirn, in das Intelligente, das Sie haben. Also hier ist der Mensch. Das ist natürlich, dass Sie jetzt auch das Symbol verkehrt versteht. Ich sage dir, jedes Wort, wenn du nicht mindestens ein 400-Seiten-Buch aus dem Wort machen kannst, und das kannst du erst, wenn du die Vordersprache beherrschst. Da reichen nicht bloß ein paar Seiten und dann wird dir bewusst, dass du in einer absolut göttlichen Vollkommenheit lebst. Und wie wahnsinnig es ist zu glauben, du könntest meine göttliche Schöpfung besser machen, wie ich sie erschaffen habe. Du weißt überhaupt noch nicht, was Schöpfung ist. Du hast keine Ahnung, was ein Schöpfer ist. Mensch, der das Wort hört oder liest. So, wenn das Wort Symbolcharakter hat, dann geht es... Das läuft jetzt genauso nach, da kommt von außen irgendein Wort in das Gehirn rein und so weiter und so weiter. Und es ist vollkommen sinnlos, in dieser Art und Weise weiterzudenken. Weil dann hältst du dich in diesem Gefängnis fest. Du brauchst ein vollkommen neues Denken. Das ist Holofeeling. Und das kriegst du geschenkt, das ist ja schon in dir drin. Ich betone immer wieder, du kannst in das Internet, in dieses Symbol Gott, in die Einheit, in die absolute Einheit, die alles ist, kannst du nichts hineintun, abgesehen davon, du kannst erst dann was hineintun, was du vorher rausgeholt hast, weil es ja da außen gibt es ja nichts. Das heißt, du kannst wirklich Wissen nicht von außen in dich hineinschaufeln. Wenn du jetzt Offenbarungen zum Beispiel die Bücher liest, dann musst du ins Internet gehen, dann lädst du dir jetzt normal aus dem Internet in deinen Computerbildschirm, holst du dir Sachen raus. Gleichgültig, ob jetzt du das Netz, ich hol's aus dem Internet oder aus meinem Arbeitsspeicher. Was in deinem Arbeitsspeicher ist, musst du aus dem Internet geholt haben. Dann kannst du wieder sagen, ja, aber ich habe das Buch habe ich nie aus dem Internet runtergeladen. Ich habe ein Buch geschrieben, das jetzt in meinem Arbeitsspeicher ist, beziehungsweise auf meiner Festplatte. Und ich sage, wo ist das hergekommen?
Das Buch, das du geschrieben hast, wo sind diese Gedanken hergekommen? Die waren ja angeblich auf dem Computer, auf der Festplatte noch nicht drauf. Ich sage in dir, du musst dieses System, ist sehr löcherig, wenn man das genauer betrachtet. Es ist aus dir gekommen, es ist dir eingefallen, vorausgesetzt, unbewusst sagst du noch in dem Meta-Metapher, Gott ist im Himmel oben. Oder es ist in dir aufgetaucht, wenn du in das jüdische El Hayom gehst, wobei selbst die den Gott El Hayom, Gott das Meer, meinen, dass der im Himmel oben wohnt. Aber der Himmel wieder beginnt mit diesem, wenn ich Hayom sage, das schreibt sich nur Hayim. Dieses O ist vokalisiert. Und ML heißt von Gott. Das Meer von Gott heißt Himmel. Das ist jetzt dieses deutsche Wort Himmel einfach nur in hebräischen Buchstaben geschrieben. Wenn ich jetzt das von rechts nach links H, He, J, Mem, Mem, Aleph, Lamed, dann heißt es ganz eindeutig das Meer von Gott. Oder vom Nichts. Gibt natürlich auch, wir können für das Aleph natürlich auch eine Ayin setzen. Dann heißt es dann praktisch hier ein von einem hochhebenden Joch, einen hochgehobenen Joch, das Meer und das Mem, das Gestaltgewordene, heißt hochgehobenes Joch, 70 Meter 70. Jetzt sind wir wieder in der Welt der Gedankenwelt. Das ist das Meer in diesem kleinen Himmel, ist komplett, wenn ich jetzt anfange mit einem 400 Seiten, wo ist die komplette Geschichte drin, die ich den einfachen Metaphern erkläre. Und all die Holofeelinghausen hat jetzt nichts mit Vergangenheit zu tun, die das sehr oft wiederholt, dann wird es immer klarer. Und wenn man es das erste Mal hört, sagt man, da fange ich erst gar nicht an, das ist mir viel zu viel. Ich sage, du hast so ewig lang Zeit, ewig lang Zeit. Fang mit den Kleinen an. Du lernst nur, wenn es dich interessiert. Und ich betone jetzt nochmal, lass es, wenn du meinst, du rechnest dir eine Belohnung aus, weil es dich irgendwie fasziniert, aber irgendwie hast du eigentlich gar keine richtige Lust. Dann lass es. Weil dann hast du Kaufmannsdenken, du willst eine Belohnung haben. Wenn du die Reife hast, wird es dich interessieren. Das ist wie mit Sexualität. Ab der Pubertät passiert irgendwas mit dir, dass du dich fürs andere Geschlecht oder fürs gleiche Geschlecht interessierst oder für beides. Wie weit es jetzt schon wieder Programmierung und Modeerscheinung ist, ist eine andere Sache. Wobei ich immer betone, ob du jetzt männlich oder weiblich bist, hetero oder bi oder was auch immer, du suchst dir dein Programm nicht raus. Das hast du mir jetzt hier die Homosexuellen zum Beispiel so verunglimpft, wenn man spießige Programmierung hat. Ich sage immer wieder, man sieht von 10 Metern, wenn du sehen kannst, dass das eine Schwuchtel ist. Und er sucht sich das nicht raus. Alles, was in dir auftaucht, ist ein Dasein-Müssen. Ein träumender Geist träumt. Ein Pinsel malt ein Bild. Diese Dinge, die entstehen, können sich nicht raussuchen, dass sie entstehen. Jeden Menschen, den du denkst, den du jetzt gedanklich irgendwie qualitativ definierst, der entsteht, wenn du ihn denkst und er ist so, wie du ihn definierst. Im Guten wie im Bösen. Für dich. Von dir erschaffen. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt als bewusster Geist das, was du selbst erschaffst, so erschaffst, wie es dir in dir erscheint, weil du so erschaffen hast, die Affen. Dass du dich über die aufregst oder die bewunderst. Das eine wie das andere macht keinen Sinn. Was du jetzt von dem Udo Petscher denkst, ob du ihn bewunderst oder ob du sagst, was ist das für ein Arsch, der bittet sich ein, der ist Gott. Der kann sich nicht raussuchen, wie du ihn dir ausdeckst. Der ist auch vollkommen uninteressant. Wie wichtig ist der, der uns Brösel jetzt ausdenkt, wenn ich mich einmal als mehrere Brösel denke? Der ist der Einzige, den ich das erzähle. Und der soll sein Leben ganz normal, ich betone, lebe dein Leben weiter, spielt deine Rolle, du wirst Konsequenzen ziehen irgendwann mit Erkenntnissen. Wenn ich jetzt die Tricks nehme, wenn die Tricks ist, sag gut, Karriereleiter steigst du auf bis zu dem Beta-Prinzip und dann sagst du, nee, das bin ich nicht, das macht dir nur Stress, ich könnte auch mal Nubi sagen, dasselbe Prinzip, Trixi. Das in der Karriere leider hat sich selber zurückstuft wieder, weil er sagt, ich bin eine Stufe drunter, tausendmal glücklicher, soll sich der andere mit Verantwortung zuhämmern. Und dann gibt es die große Erkenntnis jetzt, diese Vollpfosten, das sage ich jetzt bewusst für dich, in der Politik, die sich darum reißen, Verantwortung zu übernehmen. Denen fällt jegliche Form von philosophischer Erkenntnis. Da könnte ich jetzt mich als Sokrates denken, Platon, der Staat. Da wird in diesen alten Weisheitsschriften wird schon darauf hingewiesen, dass also hier einer, der wirklich fähig ist, Verantwortung zu übernehmen, wird ihn nie freiwillig übernehmen. Und die sich drum reißen, sind dazu gar nicht fähig. Das sind bloß Machtgeil, Geldgeil oder Publicitygeil.
Die wirkliche geistige Größe liegt in der Demut und in der Bescheidenheit und die werden sich nie von dir hinstellen, außer welche merken, dass der hat es drauf und dann müssen die befohlen werden. Aber all das bleibt trotzdem Gehirnwichserei. Das ist so weit weg von Holofeeling. Holofeeling ist ein ganz intimer Akt. Es ist eine Gewissheit in sich erkennen, was man ist und dass dieses Leben eigentlich nur eins von unendlich vielen Leben ist. Und dass Freunde, die man hat, das sind Lebensabschnittsgefährten. Da ist nichts für die Ewigkeit. Und immer wieder auch das, was du willst, dass man dir tut jetzt als Brösel, mach für die anderen. Aber auch das hat wieder zwei Seiten. Frag dich, warum du es machst. Ob das mit Spenden ist oder mit Helfen ist. Du solltest jetzt erst einmal bewusst machen, habe ich es jetzt in meinem Traum, in einem Gegenüber von Brösel zu Brösel, wirklich mit einem Geist zu tun oder bloß mit einer KI? Also dieses Spiel mit meiner Welt, mit meiner simulierten Welt, mit dem Videospiel, ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn du da KIs abknallst, das sind KIs. Es sind einfach nur künstliche Intelligenzen, es sind Programme, die einfach gelöscht werden, weil sie nicht überlebensfähig sind. Die kriegen das nicht mit. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt, das ist im ersten Moment einmal der Spieler. Und da kommt jetzt die kleine Sache mit dem Multiplayer-Modus, dass man ja sich zusammentun kann, mehrere Spieler, die wir uns jetzt ausdenken, die in ein und derselben Welt dann auftreten, entweder zusammenhelfen oder gegeneinander spielen. Spielen, wie ein Fußballspiel. Feind sein, obwohl man kein Feind ist. Das kann natürlich extrem ausufern. Jetzt kommt mal gerade was im Sinn. Ich mache jetzt ganz kurz eine Brüssel-Geschichte. Weißenburger Zeitung, hier und jetzt gedacht, gestern. Schlag ich auf beim Essen. Da ist was ganz Interessantes, auch zu meinem Holgerchen. So, Holger, ich mache jetzt mal hier kurz vorm Essen eine Rätselfrage. Er ist ja mehr Fußballfan, mich interessiert der Fußball, Regelball nicht so arg. Und dann habe ich einen Text vorgelesen, ganz aktuell in der Zeitung. Es ist hier zu einer Massenschlägerei gekommen, weil ein Zug in Neustadt an der Aisch halten musste. Der hätte eigentlich bis Nürnberg fahren sollen. Da ist aber ICE in Brand aufgegangen und darum war der Bahnhof gesperrt. Und dann musste er schon einen Ort vorher. Und dann ist aus der anderen Richtung ein Zug gekommen und da sind dann zwei Menschen ausgestiegen, zwei Gruppen, einmal 200 und was aufgestiegen. Und die sind aufeinander losgegangen wie die Verrückten. Und sag, was ist das? Und da habe ich gesagt, ich habe die Namen weglassen. Das sind hier Knubberer, das heißt die Noris. Noris ist ja so ein Symbolname für Nürnberg. Man sagt immer die Noris. Und das Kleeblatt sind die Vötter. Und in Nürnberg und die Vötter Fußballverein, das Kleeblatt und die Noris sind nur so. Okay. Und die einen sind von einem Spiel heimgekommen mit dem Zug. Und dann hat der Zug gehalten und von der anderen Richtung sind Vötter Kleeblätter. Kommen Ultrafaschis und sind aufeinander los wie die Verrückten. Welcher Fußballanhänger? Ultras nennt man das. Cut. Du hast jetzt Worte gehört und hast eine Märchengeschichte in dir aufgebaut. Das war, die Zeitung ist das Märchenbuch. Es ist kein Unterschied, ob du ein Geschichtsbuch liest, ein Märchenbuch liest. Es sind einfach Worte jetzt da. Und die Einteilung, dass das, was da drin steht, ja in der Vergangenheit so war, und das, was dann in einem anderen Buch drin steht, ja bloß eine Fantasiegeschichte ist, oder in der Tageszeitung steht, jetzt da außen so ist, dasselbe gilt jetzt für Bilder auf dem Bildschirm. Dass du Bilder sagst, das ist ein fiktiver Film, wie ein Zeichentrickfilm, das sind Aufzeichnungen von 1990, und das sind aktuelle Nachrichten. Das ist jetzt Live-Übertragung. Wetten, dass das nur Bixen sind, die hier und jetzt aus dir selber auftauchen? Ja, aber Wetten, dass kommt doch morgen oder wann am Sonntag, ich weiß nicht, irgendwann kommt ein neues Wetten, dass. Wenn Gottschalk. Das ist, du verstreust das, was du jetzt denkst, um dich herum und das ist dir nicht bewusst. Und wach bist du, wenn das ganz normal weiterlaufen lässt, dein ganzes Denken. Du dich nicht mehr einmischst und du nicht mehr interpretierst, sondern der einzige Fokus drauf liegt, wie du interpretierst. Warum kommt auf diesen Gedanken der Gedanke? Warum kommt aufgrund dieses Reizauslöser diese Interpretation von mir? Aufgrund dieses, warum denke ich beim Hakenkreuz eigentlich nur an den bösen Hitler? Der Witz ist, selbst wenn du das jetzt nicht denkst, wenn das Hakenkreuz da ist, sage ich, cut, und jetzt mach dir bewusst, was löst es? Schau in dich rein, was du glaubst, wenn du dieses Zeichen siehst.
Was denkst du bei diesem Geräusch bzw. bei diesem Wort? Sympathisierst du oder lehnst du es ab? Wie definierst du das? Das ist ja auf deinem Programm drauf. Das ist übrigens auch im Hintergrund, wenn du das jetzt nicht de facto jetzt in die sichtbare Vorstellung, in die Existenz hebst. Darum ist es immer wieder, wenn ich sage, und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Ich sage jetzt zum Beispiel Toni. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Glaubst du, der ist noch da außen? Hundertprozentig nicht, aber er ist hundertprozentig sicher in dir drin. Jetzt existiert. Der war übrigens schon in dir drin, bevor du das erste Mal an ihn gedacht hast. Und er wird immer in dir drin sein, auch wenn du nicht mehr an ihn denkst. Namen sind jetzt austauschbar. Es ist dieses Problem, in die Existenz heben, heißt in die Sichtbarkeit heben. Und du kannst dir die erste Stufe, die nicht sichtbar ist, jetzt sage ich Cut. Warum sind jetzt die Pixelmännchen da? Und jetzt haben wir wieder Möglichkeiten, ja, weil da im Hintergrund eine Datei ist. Jetzt beginnt die Datei zum Existieren, wo all diese ganzen Worte, diese Gespräche, alles gleichzeitig drauf ist. Weil du sie denkst. Die ist natürlich auch dann da, wenn du sie nicht denkst, aber unter dieser Bewusstseinsschwelle. Das ist jetzt das, du musst dir das immer wieder bewusst machen, hier klingelingeling. Und dann schaust du, dann taucht ihn dir natürlich sofort auf, er ruft mich jetzt an. Ich sage dir mal, da wirst du an dein Telefon denken, das Telefon denkst du eigentlich nie bewusst, du hast klingelingeling und denkst du, wer ist jetzt das schon wieder, eventuell. Und dann weißt du genau, wenn du jetzt Cut machst und in dich reinschaust, ich glaube, da außen ist ein Telefon, wo die Schallwellen herkommen sind. Obwohl ich doch aufgrund des Klingelns mir das Ganze jetzt, mit die Schallwellen, das ganze Spiel ausdenken kann. Dasselbe ist mit, wir sind ganz wertfrei und beobachten nur, was jetzt da ist. Und das ist hundertprozentig sicher. Und die ganzen Interpretationen deiner Logik sind komplett austauschbar. Der Schwamminhalt ist austauschbar. Wenn du den Schwamm wirklich austauscht, und der ist, wie gesagt, das bleibt eine grobe Metapher, weil mir gerade in den Sinn kommt, hier mit meinem Holger, wo wir gehabt haben, ich habe auch erklärt, der Schwamm selber, der sich vollsaugt, ist, du bist immer derselbe Mensch. Das ist natürlich auch eine Form von Schwamminhalt. Das heißt, das Schwämmchen, das ich jetzt, das Baby, das ich nehme, egal in welchem Land, zu welcher Zeit ich das groß werden lasse, wird, wenn es dann 16 ist, wenn es in den Spiegel schaut, wird es einen 16-Jährigen sehen, der entweder ein Junge oder ein Mädchen ist, das ist Schwamm. Der genauso aussieht, wie der aussieht, wenn der 16-Jährige reinschaut, weil er sich ja selber spiegelt. Das Programm macht diese Vorstellung von ich. Aber all das, was Sprache ist, was Kultur, Religion, Zuneigungen, Ablehnungen sind, das ist etwas, was du dir von außen im Großwerden eingefangen hast wie einen Virus. Und diese Sachen werden verwirklicht in deinem Kopf. Dass ich immer sage, auch die Realisierungen hängen davon ab, was du glaubst. Du kannst nur die Sachen realisieren, die du glaubst. Das heißt, du kannst keine leeren Krankenhäuser in dir aufbauen, wenn du glaubst, dass die voll sind. Wenn du jetzt den reinen Gedanken, den du vom Hörensagen kennst, in dir auf die VR-Brille holst im Jetzt, dann wird das höchstwahrscheinlich, da haben natürlich auch zwei Seiten. Da kommt jetzt diese ganze Stochastik, diese Wahrscheinlichkeit. Das stochastische Denken hängt extrem davon ab, was du glaubst. Zum Beispiel, was die Birkenbild gerade sagt, wenn ich dir Holzstückchen da drauf lege, kriegst du eine Brandblase. Ob das dann wirklich so ist, wenn du das überprüfst, hängt davon ab, was du glaubst. Es ist aber trotzdem so. Aber wieder mit den zwei Seiten. Holofeeling verfolgt, ich lasse die ganzen Wissenselemente lasse ich gleich, ich vervollkomme die bloß. Weil sie in dir selber absolut vollkommen sind. In diesen Uni. Das ist jetzt die gute Botschaft zum Abschluss. Das ist, du bist ewig, weil wenn du mich jetzt sprechen hörst und du hörst mich jetzt sprechen, weil ich rede ja nicht mit irgendeinem Nichts und dann doch wieder irgendwie. Ja. Weißt du, es ist auf der Ebene der verbalen Kommunikation gar nicht möglich, beides gleichzeitig zu machen. Es ist, du siehst immer nur eine Seite. Es ist so, wenn ich immer sage, jetzt dir zum Beispiel verbal beschreiben zu wollen, was Stille ist, brauche ich Geräusche. Dir zu beschreiben, was ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier ist, wenn das der Hintergrund ist, muss ich da was draufschreiben. Weil du nur die Unterschiede siehst.
Die aber genau genommen selbst, die 2, die 4, die 8, die 16, das ist sehr wichtig mit den ersten zwei, wenn dir mal klar ist, hell und dunkel, dass das zusammengehört, dass man da nochmal, sobald man die denkt, nochmal zwei im Hintergrund braucht. Ich wiederhole das immer wieder. Und sobald du jetzt die 4 denkst, brauchst du nochmal 4. Jetzt sind wir bei unserem Tetraederspiegelstand. Und sobald du dir den denkst, muss nochmal einer da sein, weil für jede Projektion brauchst du das Gegenstück. Das ist die Verschränkung. Was sich hier verändert, verändert sich auch hier. Egal, wie weit es angeblich auseinander ist. Wie weit sind Sachen auseinander, die du dir denkst? Lass es auf dich wirken. Lass uns jetzt an Zürich denken und jetzt denkt man an Wien. Und jetzt denkt man an Mond. Wie weit sind diese Sachen Zürich, Wien und der Mond auseinander? Frag das einen normalen Menschen. Da geht er ins Internet und schaut nach Zürich, Wien, so und so viele Kilometer, Mond, so und so viele Kilometer. Und dann stellt er sich was vor, dann denkt er sich was aus. Aber egal, was er denkt, das ist hier und er denkt es jetzt. Ja. Weißt du eigentlich, wann der Einstein geboren wurde? Jetzt. Es ist hundertprozentig sicher. Und merkst du jetzt, dein Leben ist ein großer Witz und du hast die Bande noch nicht, den Punkt noch nicht verstanden, in dem sich das Ganze abspielt. Abspielt. Ich UB spiele mit meinem Sohn und das bist du. Punkt. Ja. So ist das Leben. So ist es. Das ewige Leben. Also das Einzige, wo du wirklich dich innerlich vorbereiten solltest, dass du ewig sein wirst. Was auch immer du unter dem Wort ewig zurzeit noch verstehst. Du bist ewig, wenn du mich sprechen hörst. Und Trauer oder irgendwas versuchen, irgendwas Existierendes möglichst lang am Leben zu halten. Es wird sich so lange wiederholen, bis du es durchschaut hast. Wenn es nichts mehr zu lernen gibt, machen wir das weg und dann kriegst du was Neues zum Lernen. Und das, was du zurzeit zu durchschauen hast, das bist, ich drücke es anders aus, das, was du zurzeit zu durchschauen hast, ist das, mit dem du dich bisher verwechselt hast. Es ist dieses Leben, dieser Mensch, mit dem du dich verwechselst, dieses Programm. Wenn das vollkommen durchschaut ist, dieses Haar, dann kriegst du für mich ein neues, komplexeres Programm. Und Mensch.